Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Otto, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Gut. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ja hier schon mal darüber diskutiert, über das Magnus-Haus, haben auch im Ausschuss sehr ausführlich darüber gesprochen. Und da gibt es verschiedene Aspekte, die hier in den Redebeiträgen der Vorrednerinnen und Vorredner schon auch ja, gewürdigt wurden. Wir haben beim letzten Mal hier noch gesprochen über diese Beihilfefrage, über den Erwerb des Grundstückes. Das, glaube ich, kann heute etwas zurücktreten. Konzentrieren würde ich mich auf drei Punkte. Das ist einmal der Schutz des Denkmals. Ich denke, und da würde ich mal die Kollegin Hausdörfer angucken, wir haben an dem Fall Friedrich-Werdersche Kirche, Schinkelkirche, alle gelernt, dass es höchst problematisch ist, an alten, in dem Fall barocken Gebäuden, hintendran, auf Grundstücken, die quasi Wassergrundstücke sind, weil da Wasser drunter ist, etwas bauen zu wollen, ohne diese Gebäude zum Einsturz zu bringen oder massiv zu beschädigen. Und ich finde, das gilt auch an dieser Stelle. Also das ist einmal der Schutz des Denkmals. Das Zweite, was ich ansprechen will, ist die Frage der Alternativen. Ich habe dazu auch eine kleine Anfrage geschrieben. Und ich bin echt ganz froh, dass die Frau Itzer hier ist, die Wirtschaftssenatorin. Die ist ja mutmaßlich zuständig, wenn sie sich nicht gerade anderweitig unterhält, Frau Itzer. Die ist ja eigentlich zuständig für die Beziehung zur Wirtschaft in Berlin. Und ich habe mich damals gewundert, dass Frau Lüscher mir geantwortet hat, man hätte gar nicht Ersatzstandorte angeboten. Hat dieser Senat kein Fingerspitzengefühl für so eine Gemengelage? Merkt der nicht, dass es schlauer ist, man sucht gemeinsam mit einem Unternehmen, ist ja ein wichtiges deutsches Unternehmen, nach einem Ersatzstandort und macht stattdessen, der Kollege Lederer hat das ja beschrieben, das ist quasi Rechtsbeugung, macht stattdessen politisches Baurecht. Meine Damen und Herren, das Vertrauen in den Rechtsstaat und das Vertrauen in ordnungsgemäße Abwägung von Behörden, von Genehmigungsbehörden, wird genau durch solche Vorgänge politisches Baurecht erschüttert. Und das ist etwas, was man gerade in diesen Zeiten nicht gebrauchen kann. Wenn schon mal die Behörden, Herr Kollege Schneider, sich einig sind, Denkmalamt, Baugenehmigungsbehörde, der Denkmalrat hat sich geäußert, alle möglichen. Wenn die sich einig sind, dann kommt ein regierender Bürgermeister, dann kommt ein Senator und dann kommt eine Senatsbaudirektorin, die sagen, da setzen wir uns mal drüber hinweg. Und genau diese Vorgänge sind es, die jeden anderen Bauherrn empfinden lassen, dass es nicht gerecht zugeht. Dass einfach, wenn irgendjemand den regierenden Bürgermeister ein bisschen besser kennt, so eine Baugenehmigung erteilt wird, dass die auch noch mal geändert werden kann, wenn man noch ein bisschen anders oder ein bisschen mehr bauen will. Und dass es dann alles sehr einfach ist. Das können Sie keinem Häuslebauer zumuten, dieses politische Baurecht hier im Land Berlin. Ich will noch mal darauf kommen, dieser Antrag, der wird möglicherweise hier abgelehnt. Ich will noch mal darauf kommen und Ihnen vielleicht ein paar Vorschläge machen. Herr Schneider, weil Sie auch interessiert zuschauen. Ich würde Ihnen empfehlen, kümmern Sie sich noch mal um die Frage eines Ersatzstandortes. Machen Sie der Firma Siemens deutlich, dass sie hier sehr wohl erwünscht ist, dass auch eine Hauptstadtrepräsentanz von Siemens hier erwünscht ist. Wir würden uns auch freuen, wenn irgendwann ein Siemens-Vorstand wieder in Berlin sitzt. Aber dass das alles nur geht, wenn man sich an Recht und Gesetz hält und wenn das Baurecht nicht politisch gebeugt wird, nur weil irgendein regierender Bürgermeister das an der Stelle richtig findet. Machen Sie das denen deutlich, suchen Sie mit denen einen Ersatzstandort und dann, finde ich, können wir auch mit der Firma Siemens hier ein sehr gedeihliches Zusammenwirken in der Zukunft in Berlin haben. Auf diese Weise ist das schwer belastet. Ersatzstandort. Zweitens, retten Sie das Denkmal, ziehen Sie die Baugenehmigung zurück. Und Punkt 3, der ist vielleicht auch ganz wichtig.
Wenn das so ein wichtiges Kleinod der Entwicklung Berlins ist, das barocke Gebäude und der Garten dazu, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass das öffentlich zugänglich wird und öffentlich zugänglich ist für die Berlinerinnen und Berliner, die in dieser Stadt zu Hause sind und für alle, die hierher kommen. Machen Sie diesen Garten öffentlich. Das ist mein Appell an die Koalition, an die SPD und an den regierenden Bürgermeister, auch wenn er gerade nicht da ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Otto. Stefan Evers hat jetzt das Wort für die CDU-Fraktion. Da kommt er auch schon. Bitte, Kollege Evers. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir die gleiche Debatte noch einmal führen, die wir vor einigen Wochen schon einmal im Plenum und vor kurzem auch im Ausschuss zum Magnushaus geführt haben, will ich es gerne noch einmal klarstellen. Man kann den Eindruck gewinnen, als ginge es uns darum, das Magnushaus abzureißen. Der Grad an Skandalisierung, den Sie hier betreiben, lässt jedenfalls darauf schließen. Nichts dergleichen findet statt, sondern es findet statt, dass wir ein Bekenntnis, das Siemens zum Standort Berlin abgelegt hat, indem es dieses Grundstück erworben hat, indem es sich in vorbildlicher Weise für seine Sanierung und Wiederherstellung eingesetzt hat, indem es sich in ebenso vorbildlicher Weise offen gezeigt hat dafür, die physikalische Gesellschaft dort nicht nur bis zum heutigen Tag, sondern auch weit darüber hinaus zu beherbergen. Es findet statt, dass wir dieses Bekenntnis würdigen und anerkennen und dass wir stolz darauf sind, dass Siemens dieses Bekenntnis gerade zu Berlin ablegt. Und wenn Sie sich einmal mit dem Sachverhalt beschäftigen und damit, welche Wellen er Ihres Erachtens in der Stadt schlägt, dann werden Sie feststellen, dass Sie hier ein laues Lüftchen zum Wirbelsturm zu erheben versuchen. Es ist mitnichten so, dass hier ein Skandal gemutmaßt wird, sondern auch der Letzte vermag anzuerkennen, dass die zurückhaltende Bebauung auf dem Müllabladeplatz in Nachbarschaft zum barocken Garten des Magnushauses, dass die zurückhaltende Bebauung dieses Müllabladeplatzes für die Repräsentanz von Siemens ein Glücksfall für diese Stadt ist und nichts anderes. Und dazu bekennen wir uns als Koalition. Und wir sind froh und dankbar darüber, dass der Weg auch beschritten werden konnte, mit Siemens gemeinsam diese Repräsentanz für Berlin zu ermöglichen. Und dass dabei Rechtsbeugung betrieben wurde, das ist ja wohl eine unverschämte Unterstellung. Selbstverständlich gibt es im Rahmen der Aufsichtsmöglichkeiten und der Weisungsmöglichkeiten des Senats und auch des zuständigen Bezirks aus guten Gründen die Möglichkeit, solche Entscheidungen zu treffen. Und es ist auch nicht die einzige Entscheidung dieser Art, die in Berlin jemals getroffen wurde. Und insofern nicht nur der Koalition und dem Senat und dem zuständigen Bezirk, sondern insbesondere dem Unternehmen, dem Berlin so viel zu verdanken hat, zu unterstellen, wir würden hier Rechtsbeugung zu betreiben, ist eine Unverschämtheit, der ich mich für die Koalition und für alle anderen Beteiligten verwahre. Wir sind froh, dankbar, stolz darauf, Siemens in Berlin zu haben, stolz darauf, dass Siemens seine Vorstandsrepräsentanz hier in Berlin für diesen Standort setzt und werden auch weiterhin alles dafür tun, dass die Steine, die Sie dem Vorhaben in den Weg zu legen versuchen, entweder ausgeräumt werden oder gar nicht erst zum Tragen kommen. Vielen Dank. Dankeschön. Der Kollege Dr. Lederer bat um eine Kurzintervention und er erhält hierfür das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Schneider, dass Sie bei 23% in Umfragen ein bisschen nervös werden, kann ich verstehen, aber Sie müssen es ja nicht auf uns projizieren. Was die Anmerkung vom Kollegen Evers angeht, also um es ganz klar zu sagen, Herr Kollege Evers, ich wiederhole das nochmal und ich fordere Sie auf, nicht nur das Gegenteil zu behaupten, sondern auch zu belegen. Was hier passiert worden ist, ist ein Verstoß gegen das Baugesetzbuch und die Bauordnung und ist ein Verstoß gegen das Denkmalschutzgesetz. Und um es noch mal ganz deutlich zu machen, sowohl das Grundstück am Kupfergraben ist sowohl Pufferzone des Weltkulturerbes als Bestandteil der Erhaltungssatzung Dorotheenstadt-Friedrichstadt, als auch selbst ein Baudenkmal, das Gebäude selbst, in dem Ensemble und damit einer Bebauung nicht zugänglich. Und wenn Sie jetzt die These aufstellen, dass es irgendwo im Grundgesetz oder in der Verfassung von Berlin eine Norm gäbe, die da lautet, politische Führung kann nach Belieben geltendes Recht außer Kraft setzen, wenn es das für nötig hält. Dann kann ich Ihnen sagen, bitte zeigen Sie mir, wo Sie das finden.
Die Wirklichkeit ist, und das kann man in den Akten in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gut nachlesen, nämlich eine andere. Die Wirklichkeit ist, dass die Einschätzung über die Frage, ob dieses Verfahren genehmigungsfähig sei oder nicht, von den Beamtinnen und Beamten sowohl in der Stadtentwicklungsverwaltung als auch im Bezirksamt Mitte allesamt beantwortet ist mit Nein, das ist baurechtlich nicht möglich. Und dass dieser Widerstand aus den Ämtern nur überwunden werden konnte, indem die Leitungen, also der Bezirksstadtrat Spalleck und die Leitung der Hausleitung der Stadtentwicklungsverwaltung ihre Beamtin angewiesen hat, geltendes Recht zu verletzen. Das nennt man Remonstrieren. Die Beamtinnen und Beamten sagen, wir weisen darauf hin, dass sie von uns einen Rechtsbruch verlangen. Und dann sagt die Hausleitung, ja, das nehmen wir zur Kenntnis, aber wir weisen sie an, diesen Rechtsbruch zu begehen. Remonstration ist sich gegen einen Rechtsbruch zu verwahren, den die Hausleitung von einem verlangt. Und jetzt bitte ich den Kollegen Evers, der mir schon von Anfang an nicht mehr zuhört, was im Übrigen auch wieder bestätigt, dass es sich um Unterwürfigkeit und Arroganz gleichermaßen handelt. Jetzt bitte ich ihn, mir die Normen zu zeigen, nachdem seine wilde These, dass man geltendes Recht einfach außer Kraft setzen könnte, wenn es einem nicht passt in der Bundesrepublik Deutschland, in dem Fall anwendbar war. Zeigen Sie es mir konkret im allgemeinen oder besonderen Baurecht, wo das steht. Danke schön. Möchte jemand erwidern? Also nein, keiner. Gut, danke schön. Cool. Wir haben das Klingeln hier oben nicht gehört, Entschuldigung, ja, weil der Kollege Dr. Lederer doch mit Werbe gesprochen hat. Für die Piratenfraktion spricht dennoch jetzt der Kollege Pries. Bitte schön. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Evers wollte es natürlich nicht so richtig so sehen, aber der Umgang mit dem Magnushaus und dem Bauantrag der Firma Siemens ist ganz klar skandalös. Und ich muss natürlich der Linksfraktion und dem Kollegen Dr. Lederer danken, dass er dieses Thema bereits so umfassend beleuchtet hat. Wir können nur feststellen, dass vom Senat die Interessen der Firma Siemens als öffentliche Interessen gesehen werden, die die fachlichen Einwände des Denkmalschutzes überwiegen. Das ist nämlich erforderlich nach dem § 11 des Denkmalschutzgesetzes von Berlin. Aber wozu brauchen wir überhaupt Denkmalschutzbehörden, wenn die Entscheidungen ja doch auf politischer Ebene gefällt werden? Herr Evers hat es zwar abgewiesen, dass es eine Rechtsbeugung hier stattgefunden hat, aber ich frage mich natürlich, warum liegt denn die Siemens-Repräsentanz genau an diesem Ort in einem öffentlichen Interesse? Und warum befragt man dazu nicht diese Öffentlichkeit mal direkt, wo das Interesse liegt? Die Interessen von Siemens werden mit einem Gründungsmythos begründet, dass sich Werner von Siemens und Georg Kalske hier zum ersten Mal getroffen haben sollen im Rahmen eines physikalischen Kolloquiums. Diese physikalischen Kolloquia von Gustav Heinrich Magnus sind sehr gut dokumentiert und führten 1845 zur Gründung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die aus diesem Grunde auch hier in diesem Haus residiert. Das Treffen von Siemens und Halske hingegen ist nicht so gut dokumentiert. Der Mythos wird nur von der Firma Siemens gepflegt, die damit wahrscheinlich ihren guten Kontakt zur Wissenschaft darstellen will und als von Beginn an gegeben darstellen will. Aber was haben wir da? Wir haben einen Konflikt, zwei Gründungsmythen an einem Ort. Das ist wie im Film, es kann nur einen geben. Ein großer internationaler Konzern und ein gemeinnütziger wissenschaftlicher Verein haben Interesse an einem denkmalgeschützten Gebäudeensemble. Und es ist ja bekannt, wer 2001 beim Kauf des Gebäudes dann obsiegt hat, obwohl sich auch die Deutsche Physikalische Gesellschaft um den Kauf des Gebäudes bemüht hat. Die Geschichte geht aber weiter. Wenn der neue Besitzer im kulturhistorisch bedeutsamen Garten in direkter Nachbarschaft eine Konzernrepräsentanz errichten will. Denkmalrechtliche Bedenken werden durch politische Weisung außer Kraft gesetzt. Wir haben das jetzt schon erläutert bekommen. Aber wohin kommen wir, wenn wir diesen Weg weiter beschreiten? Eine nächste Konzernrepräsentanz, vielleicht direkt als Anbau hinter dem Brandenburger Tor?
Der Antrag der Linksfraktion ist notwendig, um die Fehler im System zu korrigieren. Und deshalb werden wir ihn auch unterstützen. Und ich kann nur dazu aufrufen, alle dazu aufrufen, dies auch zu tun. Ich bedanke mich. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 1724-26 empfehlen die Ausschüsse mehrheitlich gegen die Oppositionsfraktion die Ablehnung auch mit geändertem Berichtsdatum 31. Mai 2016. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Linke, Grüne und die Piraten. Alle? Jo. Gegenstimmen? Das sind die Koalitionsfraktionen. Gibt es Enthaltungen? Ist nicht der Fall. Damit abgelehnt. Ich rufe auf zum Tagesordnungspunkt 9, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Jugend, Familie und die Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 1728-01, zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 1724-52, Grundschule stärken, Fachkräftemangel bekämpfen. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Remlinger, bitte schön, Sie haben das Wort. Was haben wir hier für Riesen? Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, seit Beginn dieser Wahlperiode diskutiert meine Fraktion mit Ihnen über den drohenden Schulplatz und Fachkräftemangel, den Lehrkräftemangel. Und seit mindestens 3 Jahren thematisieren wir als Fraktion die Bedeutung und die Ausstattung der Grundschule. Und wir tun das auf Basis der Überzeugung, dass die Grundschule eine ganz, ganz zentrale Rolle im Bildungssystem einnimmt, die bis jetzt immer unterbelichtet war, und dass wir endlich dem gerecht werden müssen und umdenken. Und das heißt zum Beispiel, wir müssen endlich weg von dem Prinzip, je kleiner die Kinder, desto kleiner das Gehalt und die Wertschätzung für die Pädagoginnen und Pädagogen. Und weil die Grundschülerinnen eben noch weniger selbstständig sind, weniger selbstständig in der Lage, ihre Bildungswege, Angebote, die funktionierenden Methoden für sich selbst zu organisieren. Und weil es deshalb schwer ist, und weil es schwer ist, die Grundlage für die formalen Bildungsprozesse zu legen, deshalb haben wir gesagt, brauchen gerade die Kleinen die besten pädagogischen Angebote. Und gerade weil dies eine große fachliche Herausforderung ist, sagen wir, die Grundschulpädagoginnen und Pädagogen verdienen unseren höchsten Respekt. Danke, Herr Oberg, weil ich wollte gerade sagen, als ich bei der Einbringung des Antrags das gesagt habe, da haben noch alle Fraktionen bis hierhin geklatscht. Und ja, ich weiß, Sie haben inzwischen auch ein bisschen was von meinen Vorschlägen in Ihr Wahlprogramm übernommen als SPD, aber das verhandeln wir dann später vielleicht. Dennoch, und obwohl Sie zu allem geklatscht haben, was ich gesagt hatte und was wir hier beantragen, obwohl Sie zugegeben hatten, wie wichtig das sei, werden Sie heute diesen Antrag ablehnen. Dass er weder in den Haushaltsberatungen, Sie sind gleich dran, Herr Oberg, Sie dürfen es ja dann gleich sagen, auch wenn ich schon weiß, was Sie sagen werden, dass der Antrag weder in den Haushaltsberatungen noch jetzt eine Mehrheit gefunden hat, kann man als das typische parteipolitische Spiel abtun, das nach Ihrer Lesart ja immer gebietet, dass alles, was von der Opposition kommt, für Blödsinn, für überflüssig zu erklären. Und ich könnte tatsächlich ganz gut damit leben, wenn Sie einfach selbst die notwendigen Fakten schaffen würden. Aber davon sind Sie meilenweit entfernt, und das ist für die Berliner Grundschule eine Tragödie. Was wir wollten und nach wie vor wollen, ist der Aufbruch zur absoluten Vollwertigkeit der Grundschule. Was wir wollen ist und beantragt haben, ist eine bundesweite und gerne auch darüber hinausgehende Werbekampagne, grundschulspezifisch und imageorientiert. Das Image, das mit dem Grundschullehramt verbunden ist, eben klarzumachen, dass Berlin damit diese volle Gleichwertigkeit zum Oberschullehramt verbindet, das meinten wir mit Image. Und das wollten wir, dass in einer Werbekampagne, die nicht auf den Moment ausgerichtet ist, sondern ein langfristiges Umdenken und ein langfristiges Sicherstellen, dass genug Leute das studieren wollen, das dafür sorgt. Das haben wir beantragt. Und
Wir haben gesagt, wir müssen sofort einsteigen. Wir müssen sofort einsteigen in die bessere Bezahlung, in die gleiche Bezahlung der Grundschullehrkräfte wie die Oberschullehrkräfte, dass sie bei allen jetzt neu eingestellten, seit das neue Lehrerbildungsgesetz in Kraft ist, in diese bessere Bezahlung einsteigen, verbunden mit einem Aufstiegsqualifizierungskonzept für die bestehenden Lehrkräfte. Wollen Sie, all das sind gute und, wie ich glaube, immer noch hochaktuelle Forderungen. Oder wollen Sie nun tatsächlich ernsthaft behaupten, dass es imagefördernd ist, dass Sie sagen, liebe Österreicher und liebe Niederländer, habt ihr vielleicht noch ein paar Leute für uns übrig? Frau Kollegin, standen Sie in der Zwischenfrage des Kollegen Oberg? Der Herr Oberg ist doch gleich dran mit seiner eigenen Rede. Nein, ich möchte gern zu Ende ausführen. Lieber bitte Oberg, schön, Sie waren schön. Heute so schön entspannt. Bleiben Sie doch locker. Ist ja kein Problem. Glauben Sie, dass mit dem Versprechen, irgendwann in ein paar Jahren in die Gleichbezahlung einzusteigen, tatsächlich jetzt glaubhaft macht, jetzt irgendwie hilfreich ist und jetzt die Probleme löst? Glauben Sie das wirklich? Wir glauben das nicht. Und was... Ja, Herr Ober, glauben Sie nicht, dass ich das auch weiß? Also, normalerweise sagt an der Stelle immer irgendjemand, bitte kein Zwiegespräch. Also noch einmal, Sie dürfen mir gleich vorwerfen, dass das alles nicht geht. Wir glauben, dass es geht, wir wissen, dass es geht, Sie wollen es nicht. Herr Schneider würde sagen, die rechte Zeit ist noch nicht gekommen. So, das werden Sie wahrscheinlich auch sagen. Und dann erklären Sie mir mal bitte noch eines. Warum glauben Sie, dass die Aufstockung der Studienplätze im Grundschullehramt auf 600 irgendwie hinreicht? Damit hat sie, kein Wort hat die Senatorin im Ausschuss dazu gesagt, wie man auf diese Zahl kommt. Es hat überhaupt keine Korrelation zum Bedarf. Wir brauchen doppelt so viel und das brauchen wir nur. Und ich schaue mal ganz, ganz locker in die Richtung und frage Sie, Sie haben schon die neuen Schülerzahlentwicklungen. Glauben Sie nicht, dass Sie Ihre Prognosen eher nach oben korrigieren müssen, als dass Sie so weitermachen wie bis jetzt, dass Sie nach hinten und hinten heißt hier 8 Jahre und vorher kommen Sie ja gar nicht an bei den mehr Studien ausgebildeten Lehrkräften, dass Sie nach hinten Ihre Prognosen absinken lassen und dann behaupten, ja, in 8 Jahren brauchen wir vielleicht nur 600 Lehrkräfte. Wir brauchen jedes Jahr mindestens 1000 Grundschullehrkräfte. Da müssen Sie alle 600 durchs Studium, durch die zweite Erlernungsphase kriegen. Sie müssen alle in Berlin bleiben und dann haben Sie immer noch eine riesige Deckungslücke. Und Herr Oberg, dann können Sie an dieser Stelle gern jetzt genau hier vorkommen und mir erklären, wie Sie das alles hinkriegen möchten, dass Sie das alles schon getan haben, dass es deshalb keinen Grund mehr gibt, über die Grundschule zu diskutieren, obwohl bei der letzten Einstellungsrunde nur noch 1/4 aller eingestellten Lehrkräfte wirklich ausgebildet waren für die Grundschule. Kommen Sie hier vor und sagen, alle Probleme sind gelöst. Und der Antrag ist völlig überflüssig, weil in der Grundschule gibt es kein Problem. Die Vollwertigkeit ist voll realisiert und das haben wir auch schon bundesweit und weltweit kommuniziert. Ich wäre ja froh. Ansonsten biete ich weiterhin die Zusammenarbeit an, dass wir weiter dafür kämpfen. Sie wissen genau, das reicht nicht, was Sie tun. Vielen Dank. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Kollege Oberg das Wort. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, zunächst gebührt mein Dank meinem parlamentarischen Geschäftsführer, der mir gerade durch 2 Minuten zusätzliche Redezeit den Raum geschaffen hat, die Fragen, die Sie mir nicht, erlaubt haben zu stellen, mir dann selber zu stellen und sie dann gleich für Sie zu beantworten. Meine Damen und Herren, wir können über viele bildungspolitische Themen engagiert streiten und wir können uns auch sehr viele Initiativen überlegen, wie wir mit der Berliner Schule ein bisschen was Neues anfangen. Aber ich glaube, es gibt 3 Grundaufgaben, auf die es wirklich ankommt und die zu erledigen, die Berlinerinnen und Berliner zuvörderst von uns erwarten. Erstens, es muss für jedes Kind einen gut erreichbaren Schulplatz geben. Das ist kein Allgemeinplatz, sondern es ist eine Grundfunktion. Herr Lux, würden Sie mehr mit Eltern und Schülern reden, dann wüssten Sie, dass ich recht habe. Zweitens, die Schulgebäude müssen in Schuss sein und es zulassen, dass man da was lernt. Und drittens, es muss genug Lehrer geben, die es schaffen, den Kindern Wissen und Kompetenzen zu vermitteln. So, und wenn diese 3 Grundfunktionen der Bildungspolitik nicht erfüllt sind, und bei Ihnen, Herr Lux, muss man den Eindruck haben, bei Ihnen haben diese Grundfunktionen alle versagt, wenn diese 3 Grundfunktionen der Bildungspolitik nicht erfüllt sind, können wir uns den Rest tatsächlich sparen. Deswegen ist die Sicherung der Lehrerversorgung,
grundsätzlich, aber auch gerade ganz aktuell tatsächlich, und da stimme ich Ihnen, Frau Remlinger, hundertprozentig zu, eine der zentralsten Aufgaben, wenn nicht gar die zentralste Aufgabe. Ich mag keine Superlative, aber an dieser Stelle könnte man darüber nachdenken. Und insbesondere im Grundschulbereich, aber nicht nur dort, ist das eine besondere Herausforderung, was damit zusammenhängt, dass es dort bundesweit einen Fachkräftemangel gibt. Wir haben insgesamt einen deutlich größeren Bedarf, auch gemessen an den Entwicklungen in den letzten Jahren und vor allem einen zu großen Bedarf gemessen an dem, was an Fachkräften da ist. Völlig richtig ist, und da stimme ich Ihnen auch zu, deswegen verstehe ich den Ton und Ihre Aufgeregtheit auch nicht, es ist ja vollkommen richtig, und das wissen wir alle schon lange und handeln danach auch schon sehr lange, dass in den Grundschulen die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bildungsweg gelegt werden. Und fehlen die Voraussetzungen, Herr Lux, Sie können denken, was ich mir gerade denke, dann kostet das echte Lebenschancen und ist am Ende oft nicht wieder aufzuholen. Deshalb ist es... Er kann es sich nicht erklären. Das kann ich verstehen, dass er es sich nicht erklären kann. Das erklärt die Sache aber wiederum. So. Wir begrüßen daher sehr, dass der Senat alle Reserven mobilisiert, um dafür zu sorgen, dass es an den Grundschulen genug Lehrerinnen und Lehrer gibt und tatsächlich nicht nur erst in den letzten Wochen, sondern schon auch in den letzten Jahren die Gewinnung von Grundschullehrern forciert hat. Und es ist ja richtig, Frau Remlinger, dass die Gedanken in dem Antrag nicht falsch sind. Und dass sie nicht falsch sind, können Sie daran erkennen, dass Sie sie teilweise aus der Wirklichkeit abgeschrieben haben. Also die Zahl der Studienplätze wird erhöht. Das fordern Sie in Ihrem Antrag. Das ist erst unlängst passiert. Der Punkt ist erledigt. Zweitens, es wird bundesweit um Lehrerinnen und Lehrer geworben. Und zwar konkret in Berlin-Tagen und anderen Instrumenten, die sehr gut funktionieren. Ob das Ganze nur eine Imagekampagne ist oder wie immer Sie es nennen, ist völlig wurscht. Entscheidend ist, die Lehrerinnen und Lehrer werden angesprochen und sie werden gewonnen. Und drittens, ja, es werden auch zusätzliche Kräfte gewonnen, die bisher nicht im Bereich der Grundschule gearbeitet haben. Und wenn Sie jetzt, Österreich ist ein Land, das sicherlich Vor- und Nachteile hat. Die Außenpolitik Österreichs möchte ich zurzeit nicht machen, die Flüchtlingspolitik auch nicht. Aber vielleicht gibt es da den einen oder anderen Grundschullehrer, der in einem anderen Umfeld lieber hier arbeiten möchte. Dann sei er herzlich willkommen. Das ins Lächerliche zu ziehen, ist übrigens verdammt wenig verantwortungsbewusst, weil tatsächlich sind wir in einer besonderen Zeit und sollten deshalb auch die kreativen Lösungen eher nutzen, als sie diffamieren. So, wenn Sie also sagen, dass das alles, was getan wird, völlig unzureichend sei und dass diese 600 Studienplätze ein Skandal seien, dann sollten Sie doch einfach mal konstatieren, alles das, was Sie in Ihrem Antrag dort in irgendeiner Weise vorschlagen, wird heute so oder so ähnlich bereits getan. Das, was Sie darüber hinaus wünschen, lässt sich nur verdammt schlecht mit der Realität in Einklang bringen. Wenn Sie sagen, wir sollen sofort die Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer, die nach dem neuen Lehrerbildungsgesetz eingestellt werden, verbessern und es skandalisieren, dass es nicht passiert, und im nächsten Atemzug aber sagen, Sie wissen, dass wir noch gar niemanden haben, der nach diesem neuen Gesetz zu Ende studiert hat, ja, was soll das dann? Wir werden zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diese Absolventen haben, diese Frage klären. Und dass Politik in langen Linien funktioniert, können Sie daran erkennen, dass nicht ohne Grund vor fast 5 Jahren dieser Punkt in den Koalitionsvertrag gekommen ist. Und dass da nicht ohne Grund vor knapp 3 Jahren im Lehrerbildungsgesetz dieser Punkt verankert wurde. Und selbstverständlich resultiert daraus dann auch eine Anpassung der Bezahlung. Das ist aber wie alles in diesem System etwas, was, das mag einen ärgern, aber relativ zäh läuft und Schritt für Schritt geht. Und das werden wir hier nicht ändern, nur weil Sie gerade aufgeregt sind. Und richtig ist, wir kämpfen dafür, die Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen. Und richtig ist auch, dass wir die Grundschulen dabei nicht alleine lassen. Weil Quereinsteiger und Studienräte in Grundschulen, das kann Lücken schließen. Das hat aber auch eine besondere Verantwortung, weil wir müssen den Schulen helfen, dass diese Lehrerinnen und Lehrer ihren Aufgaben gerecht werden können. Und natürlich gibt es Schulleitungen, die uns erzählen, welche großartige Bereicherungen Quereinsteiger oder in den Grundschulen auch die Studienräte sind. Es gibt aber natürlich genauso Schulen, die davon berichten, welche Anstrengung es ist, diesen Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit zu geben, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Und ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, diese Schulen systematisch noch stärker zu unterstützen, dass das Personal, das sie bekommen, dann auch tatsächlich das Personal ist, das sie gebrauchen können. Vielen Dank. Danke schön. Für die Fraktion Die Linke jetzt Frau Kollegin Kittler, bitte schön. So, jetzt
Jetzt machen wir es wie in der Schule. Jetzt ist wieder Ruhe. Alle hören zu. Die Lehrerin spricht oder die Kollegin. Bitte schön, Frau Kollegin. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Berlin braucht noch 1.400 Lehrkräfte zum neuen Schuljahr. Der Großteil fehlt in den Grundschulen. Und mit Currywurst statt Käse oder Flachland statt Alpen wird das wohl nicht zu schaffen sein. Aber immerhin haben sich ja schon Dutzende österreichische Lehrkräfte gemeldet, laut Frau Stoffers. Also jede und jeder seien mir willkommen, aber gebraucht werden fast 1.500. 100.000 Euro soll aber die Werbekampagne in Österreich und den Niederlanden kosten. Da bin ich ja gespannt, ob sich das auszahlen wird. Ich halte es da lieber mit dem Antrag der Grünen, den wir voll inhaltlich unterstützen. Der Senat muss sich darum kümmern, dass über die Hochschulverträge geklärt wird, dass bedeutend mehr Lehrkräfte ausgebildet werden, wird hier gefordert. Und ich erinnere mich noch gut, dass sowohl als der Antrag hier in der ersten Lesung war, als auch in der Debatte danach immer noch argumentiert wurde, na, das geht ja nicht, dafür brauchen wir ja mehr Geld im Landeshaushalt und wir brauchen oder wir müssen beachten die Hochschulautonomie. Nun plötzlich geht es doch. Also zeigen wir mal wieder, Opposition wirkt eben doch. Vielen Dank auch den Grünen für den Antrag. Ja, ansonsten muss ich mich außerdem anschließen, dass das alles, was hier gesagt wurde, natürlich generell für die neuen Lehrkräfte gilt, die wir brauchen in der Stadt. Denn die Kleinen kommen ja auch irgendwann in der Oberstufe an. Und das heißt, wir sollten mal rechtzeitig anfangen, auch dafür wieder neue Lehrkräfte zu gewinnen. Und das steht und fällt, und da gebe ich Frau Remlinger völlig recht, mit der Gerechtigkeit in den Lehrerzimmern. Und Herr Oberg, was haben Sie gerade gesagt? Sie kümmern sich um die bessere Bezahlung dann, wenn die Absolventinnen und Absolventen kommen. Also darf ich Sie darauf aufmerksam machen, das ist im Jahr 2017 der Fall. Das heißt, Sie haben also noch ein gutes Jahr Zeit, um das vorzubereiten. Bei den Abläufen, die wir hier kennengelernt haben im Haus, würde ich ja vielleicht mal langsam damit anfangen. Also das ist ja wohl ein bisschen merkwürdig. Und ich möchte noch mal darum bitten, ich habe das ja schon im Ausschuss gesagt, aber noch mal hier auch fürs Protokoll. Wir müssen überprüfen, warum an den Hochschulen diejenigen, die ein Lehramtsstudium aufnehmen, nur zu 40% auch mit einem Master im Lehramt abschließen. Die meisten gehen davon, das ist ja nachgewiesen, schon nach dem Bachelorstudium verloren. Das heißt also, wir könnten viel mehr Lehrkräfte in den Schulen aufnehmen, wenn die denn durchhalten würden bis zum Schluss und nicht woanders hin abwandern würden. Ich bitte darum, dass hier noch mal genau nachgeguckt wird, woran liegt das, und diese Ursachen müssen eben abgeschafft werden. Und ich habe es auch schon mal im Ausschuss gefragt, leider keine Antwort bekommen. Ich möchte noch mal fragen, was hält die Senatorin, was hält die Koalition davon, dass man wirklich auch hier Studierende mit einem Stipendium versieht, mit der gleichzeitigen Verpflichtung, wenn sie dieses Stipendium annehmen und hinterher einen bestimmten Zeitraum im Berliner Schulwesen arbeiten, dann müssen Sie dieses Stipendium nicht zurückzahlen, wie Sie BAföG zurückzahlen müssen. Ich glaube, dass man darüber auch ganz gezielt Studierende gewinnen könnte, hier Lehrkräfte zu werden. Dankeschön. Für die CDU-Fraktion jetzt Herr Kollege Schlede. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der hier vorliegende Antrag ist ja tatsächlich in vielen Dingen überholt, nicht nur zeitlich, sondern von der Wirklichkeit überholt. Mache aber keinen Hehl draus, dass ein Problem gegeben ist, was wir in jüngster Zeit am 1. Februar zur
zum Beginn des zweiten Halbjahres haben feststellen müssen, dass nämlich in der Grundschule 350 Positionen besetzt worden sind, glücklicherweise, von denen aber 144 Studienräte und Studienrätinnen waren und 81 Quereinsteiger. Die will ich deswegen nicht diskreditieren, aber sie entsprechen nicht unseren Vorstellungen von der Ausbildung der Grundschullehrer. Und das haben wir ja noch mal bekräftigt im Lehrkräftebildungsgesetz, die Qualität der Grundschullehrer zu steigern. Sie erstens mit der Verpflichtung Deutsch und Mathematik generell und noch mit sonderpädagogischen Qualifikationen auszustatten. Soweit sind wir also noch nicht. Also ich will noch mal ausdrücklich sagen, Quereinsteiger und auch Studienräte in der Grundschule will ich nicht diskreditieren, aber das Spezifikum eines Studiums für die Grundschule haben sie erst mal ja beide nicht. Und dann muss man sehen, wie man da weiterkommt. Nun, ich habe mir mal den Lehrkräftebedarf noch vor Augen geführt, den wir in den nächsten Jahren haben und den wir hatten im Bereich der Grundschule. Da sehe ich für 15, 16 478 VZE. Für 2016, 17, 323, für 17, 18, 262 und dann 2018, 19, 255. Ohne selbstverständlich noch die steigenden Schülerzahlen zu beachten. Können wir ja auch noch nicht genau feststellen. Dem entspricht Frau Kittler mit Sicherheit nicht die Anzahl der Absolventen. Insofern war es eine erste, richtige, auch von uns geforderte Maßnahme, die Studienplätze umgehend zu erhöhen. Und die Senatsverwaltung für Wissenschaft hat es vermocht, durch eine Vereinbarung mit der FU und mit der TU, und das war auch eine unserer Forderungen, sehr zeitnah, nämlich zum Wintersemester 16/17, die Zahl zu verdoppeln. Sie werden damit mit jeweils die FU und TU mit 300.000 Euro in diesem Jahr ausgestattet und dann 1 Million und 1,5 Millionen im nächsten Jahr. Insgesamt sind dann bei der FU statt 150 240 Studienplätze und an der HU 132 statt 132 300. Das ist schon was. Das ist schon was. So, nun kommen wir auf Ihre Werbemaßnahmen. Da wissen Sie, über die Werbemaßnahmen, da kann man sich trefflich unterhalten, ob die so richtig werbemäßig aufbereitet sind. Ich habe da auch gelesen, kein Schmarrn mit 4.450 Euro starten, Kiez statt Kaff. Na, ich weiß ja nun nicht, wer sich davon angesprochen fühlt in dem Falle, dass wenn man aus einem Kaff kommt oder einem vorgeworfen wird, dass man aus einem Kaff kommt, dann in einen Kiez zu gehen, wie dem auch sei. Trend statt Tracht, das ist auch alles ganz gut und schön. Ich sehe jedenfalls bei der Schulverwaltung ein ausgesprochenes Bemühen, diese Lücke zu füllen. Und das lässt sich allerdings nicht nur mit Werbekampagnen machen. Da haben Sie recht. Sicherlich wäre auch die bessere Bezahlung wichtig. Aber da stimme ich Herrn Oberg hundertprozentig zu. Das können wir am Ende nur machen, wenn wir tatsächlich die Absolventen nach den neuen Studiengängen haben, Lehrkräftebildungsgesetz. So, und da sind wir, wie gesagt, noch sehr weit von entfernt. Und noch ein Punkt, den ich hier mal im Raum stehen lassen will. Wir haben beim Lehrkräftebildungsgesetz keine Fortbildungsmöglichkeiten gesehen für Grundschullehrer, tatsächlich einen anderen sozusagen Lehrgang auf Sek 1 bzw. aufs Gymnasium zu nehmen. Der ist nicht vorgesehen. Vielleicht müssten wir da noch eine Lücke füllen. Denn schon in der Vergangenheit konnten Grundschullehrer sich durch weitere Qualifizierung für die Mittelstufe bis Ende Klasse 10 qualifizieren. Das halte ich auch für die Zukunft nicht für ausgeschlossen. Das sollte zu überlegen sein. Denn umgekehrt war es ja bisher möglich und ist es ja möglich, dass Studienräte, die bis Klasse 13 unterrichten können, dann in der Grundschule eingesetzt werden. Warum nicht ein umgekehrter Weg durch Nachqualifizierung und Fortbildung? Ich gehe davon aus, dass wir große Probleme haben, die Zahlen von Absolventen im eigenen Bereich zu bekommen. Aber da hat ja die Wissenschaftsverwaltung völlig recht, wenn sie sagt,
Berlin bietet beispielsweise sehr viel mehr Studienplätze im Bereich der Medizin, als sie hier selber nachher beruflich tätig sein können, die Absolventen. Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für Grundschulstudiengänge aus anderen Bundesländern. Baden-Württemberg, Bayern hat lange sozusagen über den dort notwendigen Kapazitäten ausgebildet und wir konnten darauf rekrutieren. Jetzt ist die Situation eingetreten, dass durch die Entwicklung der Flüchtlingszahlen aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern sehr viel schlechter Kinder kommen. Aber da finde ich die Lösung, dass man aus Österreich Leute anwirbt oder aber auch aus den Niederlanden, die entsprechend qualifiziert sein können, dass wir die einsetzen. Die haben doch mindestens die Qualität, Frau Kittler, von Quereinsteigern, die wir ja auch aufnehmen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Und insofern sehe ich nicht schwarz für die Qualität der Grundschule, aber auf Dauer sicherlich Entwicklungsbedarf über das dort eingesetzte Personal. Schönen Dank. Danke. Für eine Kurzintervention hat jetzt Herr Kollege Oberg das Wort. Bezieht sich aber auf den Debattenbeitrag. Ne? Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Schlede, Sie haben sich ja eben der Forderung angeschlossen, die von anderer Seite schon zu hören war, die ich vorhin auch aufgegriffen habe, nämlich, dass wir diejenigen, die nach dem neuen Lehrkräftebildungsgesetz Grundschullehramt studiert haben, obwohl sie gar kein Amt einnehmen werden, sind ja Angestellte, dass wir die dann besser bezahlen und dass wir die ebenso bezahlen wie alle anderen Lehrerinnen und Lehrer auch. In diesem Zusammenhang würde ich gerne auf folgendes Problem hinweisen, weil auch vorhin von anderer Seite das Thema Ungerechtigkeit in den Klassenzimmern angesprochen wird. In den Lehrerzimmern. Klassenzimmern dann auch, weil manchmal gibt es ja auch Doppelsteckung. Das Problem der ungleichen Bezahlung wird durch diese richtige Maßnahme aber zusätzlich verschärft. Das muss man vorher wissen und darf es dann bitte nicht hinterher beklagen. Weil wenn wir nämlich dann die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer haben, die nach dem neuen Lehrkräftebildungsgesetz ausgebildet wurden und die dann 4.900 Euro im Monat verdienen, haben sie dort Kolleginnen und Kollegen sitzen, die in den Vorjahren eingestellt wurden, die verdienen nur 4.400 Euro. Und sie haben noch mal Kolleginnen und Kollegen dort sitzen, die zu einer Zeit eingestellt wurden, als verbeamtet wurde. Die Forderung der GEW, die von manchen hier im Raum ja schon geteilt wurde oder zumindest mit manchem rhetorischen Blumenstrauß umgrenzt wurde, dass alle das gleiche Geld bekommen sollte, lässt sich damit dann natürlich in keiner Weise sicherstellen. Deshalb sollte man, wenn man darüber nachdenkt, wie man diese Bezahlung angleicht, sich die Frage stellen, für wen das gelten soll, wie das gelten soll und wie man das geschickterweise macht. So einfach, wie sich das hier mancher vorstellt, ist das nicht. Es ist weder einfach zu sagen, wir nehmen diejenigen, die neu ausgebildet sind, weil wir dann die beschriebene Ungerechtigkeit haben. Und es geht auch nicht zu sagen, wir nehmen alle. Weil nämlich die, die wir heute haben, die erfüllen zum Teil sehr ungleiche Voraussetzungen. Und es gibt eine Menge, die auch heute schon nach A13 bezahlt werden. Deshalb, wenn Sie also wollen, dass die Bezahlung verbessert wird und Sie gleichzeitig neue Ungerechtigkeiten vermeiden wollen, dann kann ich, Herr Schlede, und damit beziehe ich mich dann nochmal auf Sie, Sie nur herzlich einladen, mit uns zusammen die notwendige Zeit zu nehmen, die richtige Lösung dafür zu finden. So einfach, wie sich's mancher hier machen will, wird es sicherlich nicht gehen. Vielen Dank. Schön. Dann hat Herr Schlede noch mal die Möglichkeit zu erwidern. Herr Präsident, sehr verehrter Herr Oberg, ich gehe mit Sicherheit nicht davon aus, dass das so einfach sein wird, diese standardisierte Gerechtigkeit in den Berliner Lehrerzimmern einzuführen. Ich möchte Ihr Beispiel noch an einem Punkt ergänzen. Sehen Sie mal, wenn ich heute 6 Deutschlehrer in einem Gymnasium sehe, kann ich ja ruhig mal vergleichen, dann habe ich den ehemaligen, also noch Beamten, in Berlin Verbeamteten. Dann habe ich den Angestellten, dann habe ich den Beamten, der aus Brandenburg kommt, nach einer Übergangszeit, dann habe ich den Beamten aus Bayern beispielsweise und Baden-Württemberg und die werden alle für gleiche Leistung unterschiedlich dotiert. Da haben wir noch auf lange, lange Sicht sehr unterschiedliche Maßnahmen. Aber ich wollte noch einen Gedanken mit erwähnen. Wissen Sie, wenn das allein am Geld läge mit der Gerechtigkeit, dann würden wir irgendwann eine Lösung finden. Aber es gibt eine uralte Diskussion in der Berliner Schule. Und in anderen Ländern wird das anders gemacht, nicht Bundesländer, aber beispielsweise in Österreich. Dass man fachorientiert unterschiedlich
dotiert wird. Denn es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich Deutsch und Englisch habe mit einer Fülle von Korrekturfächern vor und nach oder ob ich beispielsweise sehr viel ärmere, sozusagen Nach- und Vorarbeitungsarbeit, ärmere Fächer unterrichten. Da waren wir schon vor Jahren dran, dieses zu überlegen und da würden wir dann wirklich Gerechtigkeit reinbringen. Aber sind wir weit von entfernt. Und ich wette, auch in einer nächsten Legislaturperiode würde dieses Problem nicht gelöst werden. Dankeschön, Herr Kollege Dejos. Klar. Dran. Ich hatte das heute schon ein paar Mal. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Oberg, Sie haben recht. Das ist ein Problem, das sich vor allen Dingen mit dem Spruch Politik in langen Linien, die dann nicht funktioniert, umschreiben lässt. Denn Herr Schleder hat es gesagt, er war irgendwie überrascht Anfang Februar, dass die Grundschullehrkräfte fehlen. Ich nicht. Ich glaube, wer sich mit dem Thema spätestens seit dem Lehrerinnenbildungsgesetz der Reform beschäftigt hat, der konnte davon ausgehen, dass genau das, was wir jetzt diskutieren, passiert. Und das ist ein paar Jahre her. Da standen dann 1.000 Lehrkräfte drin, die ausgebildet werden sollten. Explizit nicht für Grundschule, sondern allgemein. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass zumindest ich, aber sicherlich andere Kolleginnen im Ausschuss gefragt haben, wie soll das denn gehen? Wo soll denn das Geld herkommen? Wo sollen die Universitäten das denn machen, was sie da in das Gesetz und in die Vorgaben schreiben? Aber wusste niemand eine Antwort drauf? Ja, da kam dann Autonomie der Hochschulen. Ja, aber wenn man Autonomie der Hochschulen fordert und Zielvorgaben macht, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Hochschulen das umsetzen können. Das ist nicht passiert. Insofern wundere ich mich überhaupt nicht, dass wir jetzt das Problem hier haben und darüber diskutieren müssen. Und im Übrigen, ähnlich wie bei den Bürgerämtern, egal wie gut der Antrag ist gut, wie gut die Anträge dazu sind, kriegen wir das jetzt nicht gelöst. Ja, das müssen wir mal einsehen. Wir kriegen das jetzt nicht gelöst zur Zufriedenheit aller. Wir kriegen vielleicht Notlösungen hin und gucken, dass es für die Zukunft und mittelfristig besser wird, wenn die neuen Kontingente kommen. Aber jetzt kriegen wir das Problem, die prekäre Situation mit den notwendigen Einstellungen in der Grundschule, im Lehramt, nicht so einfach gelöst. Insofern, darum kann es nicht gehen, sondern geht jetzt darum, was sind die richtigen mittelfristigen und langfristigen Ziele. Und da machen die Grünen hier sehr gute Vorschläge. Ich weiß auch nicht, warum man sich über die Werbekampagnen streiten sollte hier, was hier die Leute getan haben. Offensichtlich sind sie sich doch alle einig, dass das eine gute Idee ist. Das Einzige, was die Grünen möchten, ist, das Ganze zu erweitern, nämlich auf Berlin und spezifisch auf das Lehramt bezogen. Das ist doch eine schöne Sache. Ja? Das ist doch nur vernünftig, dann eben einen guten Vorschlag, eine gute Initiative der Senatorin oder des Senats zu erweitern auf das, was dann eben noch fehlt. Mit welchem Spruch, Herr Schlede? Das mit den Käfern finde ich auch nicht so richtig passend. Ich komme aus Brandenburg, aus einem 430-Einwohner-Dorf. Das hätte mich auch nicht überzeugt. Was ist denn? Currywurst statt Käse, ja, weiß ich nicht. Aber ja, da kann man vielleicht nochmal eine andere Agentur beauftragen, aber über die Werbekampagne braucht man sich auch nicht streiten. Ja? Steht in dem Antrag, ist völlig unstrittig. Die Berliner Hochschulen sollen mehr Plätze für Studierende im Lehramt an Grundschulen anbieten. Ja, auch darüber sind sich alle einig. Und dann muss man dann aber auch mal anerkennen, das ist auch nicht neu, wie gesagt, seit 2 Jahren, dass Frau Remlinger recht hat. Das nicht reicht. Ja, es reicht nicht. Es reicht nicht und es wird auch in 3 Jahren nicht reichen mit 600 und es wird auch in 5 Jahren nicht reichen mit 600. Und wenn das aktuelle Bevölkerungswachstum in 30 Jahren mal abnimmt, wird es wahrscheinlich auch immer noch nicht reichen mit 600 pro Jahr. So, und dann ist auf die Hochschulverträge schon eingegangen worden. Wenn man dann aber nicht wirklich verbindliche Verträge schließt, ich meine, dass die Senatorin in der Lage war, das jetzt rein zu verhandeln, ohne die Hochschulverträge anzufangen. Extravertrag, ich weiß, das ist ja schon mal super, aber dann hätte man das doch auch, weil es voraussehbar war und weil die Opposition, ich könnte es jetzt nicht namentlich sagen, das auch schon beim Lehrerinnenbildungsgesetz angemerkt hat, hätte man doch rechtzeitig was tun können, es in die Hochschulverträge reinschreiben können und entsprechend Mittel dafür ausgeben, dann hätte man jetzt nicht eine ganz so prekäre Situation. Ja? Ist nicht passiert, will ich auch gar keine Schuldzuweisung machen, es muss man einfach mal anerkennen, es ist nicht passiert. Und wenn es in den nächsten Hochschulverträgen nicht passiert, wird es auch immer noch nicht besser. Ganz abgesehen davon, dass wir uns dann auch mal wirklich nicht nur über die Masterabschlüsse, sondern über die Masterplätze unterhalten müssen. Auch das Thema hatten wir im Bildungsausschuss schon. Die Hochschulen wissen nämlich auch nicht, wie sie dann alle neuen Grundschul-Bachelor in diese Masterplätze finanzieren sollen. Das ist auch eine Sache, die sicherlich nochmal ordentlich Geld kostet. Dann die Sache mit der Bezahlung.
Frau Remlinger hat es mir noch mal fernmündlich angetragen, ich soll es noch mal erwähnen, die kommen 2017 und sie sind nicht darauf vorbereitet. Und im Gegensatz zum BER können wir uns sicher sein, dass die 2017 kommen. Ja? Und es mit der gleichen Leistung, ja, und das ist richtig, das ist ein komplexes Problem. Aber auch das greifen die Grünen in ihrem Antrag sinnvollerweise auf, indem sie nämlich zumindest für den Teil der Ausbildungsbezahlungsgerechtigkeit, will ich das mal nennen, ja, Leistung in der Ausbildung und dann gleiche Leistung, eben ein Qualifizierungs- und Aufstiegsfortbildungskonzept fordern, was genau dieses Problem behebt. Wie das dann mit den Verbeamteten aus den anderen Ländern ist, müsste man auch nochmal diskutieren. Aber da hätte man schon mal einen ersten Schritt in die Richtung, in die Lösungsrichtung, die Herr Oberg gerade angemahnt hat. Steht im Antrag, kann man annehmen, kann man zustimmen, wird es nicht schön, aber zumindest besser. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 1724-52 empfehlen die Ausschüsse mehrheitlich gegen die Oppositionsfraktion die Ablehnung auch mit geändertem Berichtsdatum 15. Juni 2016. Bei dem Antrag, der noch zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Linke, die Grünen und die Piraten gegenstimmen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Enthaltung? Keine. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 10, Beschlussempfehlung des Ausschusses für bürgerliches Engagement und Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 1728-02, zum Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 1725-34, Einrichtung einer Stelle einer Berliner Beauftragten für Partizipation und wachsende Stadt. In der Beratung beginnt die Piratenfraktion. Herr Kollege Reinhardt, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Kollegen. Das Versagen in den Bürgerämtern und am Lageso hat gezeigt, viele Berliner Behörden sind auf das Bevölkerungswachstum und den Zuzug nicht eingestellt. Nicht nur vom Umfang her, sondern auch von den zusätzlichen Aufgaben, neuen Schnittstellen, früher Planungsnotwendigkeit und weiteren Aufgaben. Dabei beziehe ich mich ausdrücklich nicht nur auf Flüchtlinge oder Migranten, sondern auf alle Neuberlinerinnen. Flüchtlinge sind ja vor allem Neuankömmlinge mit einem besonderen Rechtsstatus und auch dieser Rechtsstatus fällt nach der Anerkennung letztendlich weg. Es geht hier also um Steuerung, Planung, Prognose, Schnittstellen. Es gibt keine Instanz, die momentan in dieser Stadt gesamtstädtisch frühzeitig beobachtet, berät, eingreift, keine Konzepte und keine umfassende Planung. Und darüber können auch diese Flüchtlingskonzepte oder Masterpläne oder wie auch sonst immer diese Papiere heißen mögen, hinwegtäuschen. Das letzte Papier, der letzte Bericht, dem man diese Prognosefähigkeit tatsächlich zugestehen konnte, war der sogenannte Bericht über den Stand der Einführung von ziel- und wirkungsorientierten Controlling-Systemen in der Berliner Verwaltung. Das war 2006. Die Mängel und die fehlenden Kompetenzen innerhalb der Behörden werden auch bei dem aktuellen oder bei dem vor kurzem passierten Masterplan-Desaster offenbar. Über diesen Masterplan müsste man eigentlich auch mal ein bisschen länger inhaltlich diskutieren. Das können wir ja vielleicht noch nachholen. Hier geht es jetzt erstmal um die formale Ebene. Staatssekretär Böning, der gerade im wohlverdienten Urlaub weilt, sagte uns dazu im Hauptausschuss, man brauche die externe Beratung durch McKinsey. Wir erinnern uns. Weil man über notwendige Informationen nicht verfüge, weil Schnittstellen berücksichtigt werden müssten und weil das Konzept umsetzungsfähig sein sollte. Da habe ich herzlich gelacht. Falls das so stimmt, manche sagen ja, die Beauftragung von McKinsey hätte andere Gründe, aber falls das so stimmt, dann heißt das doch, dass die Berliner Verwaltung auf die nächsten Schritte bei der Integration und der Betreuung von Neuankommenden nicht in keiner Weise hinreichend aufgestellt ist. Dass noch nicht einmal notwendige Daten dafür vorhanden sind. Weil der Datentransfer ist sicherlich nicht erfolgt innerhalb dieses Prozesses von McKinsey an die Berliner Verwaltung. Und genau das müsste sich ändern. Ein zweites Beispiel ist tatsächlich der Landesrechnungshofbericht, über den wir heute Morgen schon diskutiert haben, bezüglich des Verwaltungshandelns bei der Flüchtlingsunterbringung. Sehr lesenswert, nicht nur wegen gesetzeswidrigen Verträgen. Der Rechnungshof schreibt zum Beispiel auf Seite 6,
Voraussetzung für eine gesamtstädtische Planung und Steuerung bei der Flüchtlingsunterbringung sind zunächst verwertbare Daten. Das klingt jetzt ziemlich simpel erstmal. Der Rechnungshof beanstandet, dass die für Soziales zuständige Senatsverwaltung ihre gesetzlichen Aufgaben zur gesamtstädtischen Planung und Steuerung bei der Unterbringung von asylbegehrenden Flüchtlingen und anderen unterzubringenden Menschen nicht hinreichend wahrgenommen hat. Trotz jahrelanger Kenntnis der steigenden Flüchtlingszahlen hat die zuständige Verwaltung weder auf ministerieller noch auf operativer Ebene die Unterbringung geplant und gesteuert. Es fehlt ein Konzept der Datenerhebung zur adäquaten gesamtstädtischen Steuerung der Unterbringung von Flüchtlingen und der anderen wohnungslosen Personen. Notwendige Daten werden nicht erhoben. Und meine Damen und Herren, ich glaube, da kann man jetzt ohne viel Spekulation sagen, das gilt auch für viele andere Bereiche in der Verwaltung, wo genau diese notwendigen Daten eben nicht vorhanden sind. Ich empfehle den Bericht auf jeden Fall auch noch mal zu lesen, exemplarisch, gerade in den Bereichen gesamtstädtische Planung und Steuerung, Schnittstellen, Datengrundlagen und Controlling. Unser Vorschlag dazu ist, aus dem offensichtlichen Defizit heraus nun für das weitere Vorgehen eine eigene Stelle für die Unterstützung der Verwaltung einzurichten. Wir wollen eine unabhängige, kontrollierende und beratende Behörde, die zumindest stichpunktartig sich die Behörden auch anschaut bezüglich der Neuankommenden. Denn sonst steht das nächste Behördenversagen, egal in welchem Rechtsstatus, nun gerade vor der Tür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will noch mal eine Anmerkung machen, und zwar, ich war etwas enttäuscht über die Ausschussberatung. Kollege Schneider lächelt schon. In einigen der Beratungen wurde offensichtlich, dass nicht ganz klar wurde, worum es hier geht. Auch der Unterschied zwischen einer Behörde, um die es hier gehen soll, und einer Einzelperson ist nicht immer ganz deutlich gewesen. Zum Teil wurde mir auch gesagt, dass der Antrag abgelehnt wurde, weil man ihn schlicht nicht verstanden hätte. Es geht auch, wurde er von Fraktionen abgelehnt, die sich zur Finanzierung genau dieser Stelle schon enthalten hatten. Also das ist dann auch etwas lustig. Aber das ist mir eigentlich auch alles relativ egal. Mir geht es darum, Kolleginnen und Kollegen, ich würde bitten, dass der Geräuschpegel etwas runtergefahren wird. Fahren Sie fort, Herr Kollege. Es geht mir ja gar nicht um diesen Antrag. Es geht darum, Sie müssen hier nicht zustimmen. Sie können zustimmen oder ablehnen, das sei Ihnen überlassen. Aber mir geht es um Diskussion, die mal geführt wird. Mir geht es darum, dass wir endlich darüber diskutieren, wie die Prognosefähigkeit bezüglich Zuwanderung, bezüglich des Umgangs damit wiederhergestellt werden kann. Insofern beschäftigen Sie sich doch bitte nicht immer nur mit dem aktuellen Behördenversagen, sondern auch mit dem nächsten und dem übernächsten und diskutieren Sie doch bitte darüber und gehen Sie dem nicht mehr aus dem Weg, wie man hier mit Neuankommenden umgeht, anstatt einfach nur Sonderprogramme zu beschließen oder toll klingende, kurzsichtige Masterpläne zu entwerfen. Vielen Dank. Vielen Dank für die SPD-Fraktion, Frau Ratzewin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Presse ist leider nicht mehr da, aber der Antrag ist schon sehr witzig. Erst heute habe ich verstanden, was eigentlich der Kollege Reinhardt damit meint. Er wollte nur die Debatte und nicht einen ernstzunehmenden Antrag, denn das ist wirklich ein Spaßantrag. Wir haben diese Debatte in den Ausschüssen bürgerschaftliches Engagement und auch im Hauptausschuss geführt. Wir haben fast jeden Punkt ordentlich beraten. Und das, was Sie dort vorschlagen, ist definitiv nicht zielführend, Herr Reinhardt. Ich könnte es auch anders formulieren. Ich habe Zweifel, was für ein Demokratieverständnis Sie haben. Ich habe Zweifel, ob Sie das parlamentarische System verstanden haben. Ich habe auch Zweifel, ob Sie die Gewaltenteilung so verstanden haben. Denn das, was Sie wollen, ist eine Stelle, ist eine Behörde, ist eine an der Spitze sitzender Beauftragte, der dann alles blockieren soll, alles kontrollieren soll. Sie vertrauen einem gesamten Stab von Senatoren, Staatssekretären, der gesamten Verwaltungskompetenz nicht, aber eine einzige Stelle soll es dann richten.
Ich habe das Gefühl, Herr Reinhardt, wir haben ausführlich debattiert. Ich will aber noch den Satz ergänzen, dann darf Herr Reinhardt auch gerne fragen. Ich habe das Gefühl, Herr Reinhardt, dass Sie ein Fan von Comics sind. Ich habe das Gefühl, dass Sie Superman und Superwoman toll finden, dass Sie vielleicht auch Batman und Batwoman toll finden, um das mal hier gegendert darzustellen. Und ich glaube, dass Sie bei einer Lektüre von Superman-Broschüren oder Comics auf diesen Antragsidee gekommen sind. Denn das ist ein echt spaßiger Antrag. So, jetzt Ihre Frage. Ja, bitteschön, Herr Kollege Reinhardt. Also bei dem Senat schweben einem wahrscheinlich häufiger mal Superhelden vor, die da ein bisschen aufräumen, aber gut. Super Mario. Nee, ich würde einfach mal jetzt nochmal ganz einfach mal die Frage reinstellen, weil wenn Sie sagen, wir haben das im Hauptausschuss diskutiert, meinen Sie damit sich selber als nicht im Hauptausschuss vertretendes Mitglied? Oder meinen Sie die Kolleginnen und Kollegen, die halt keinen einzigen Redebeitrag zu dem Thema abgegeben haben? Insofern würde mich einfach interessieren, welche Diskussion Sie meinen, weil die ist mir nicht bekannt. Zumindest, wenn Sie im Nachgang der Diskussion die Protokolle hier im Hause nachlesen und in der Parlamentsdokumentation, kann man das auch gut machen. An der Stelle möchte ich doch mal wirklich bei dem Haus hier bedanken. Die stellen das alle mal ganz brav und ordentlich ein. Ist ersichtlich, dass es eine Diskussion gegeben haben muss. Und ich spreche hier für die SPD-Fraktion, meine ich die Kollegen und Kolleginnen, die dort dabei waren. Und ich bin mir sicher, wir können hier Ihren Diskussionswut und Wünschen definitiv nicht nachkommen. Das Haus könnte 24 Stunden mit Ihnen hier diskutieren. Sie wären trotzdem nicht zufrieden, Herr Reinhardt. Auch Sie müssen sich an die Abläufe in diesem Haus halten. Wir haben das in den zuständigen Ausschüssen beraten. Ich selber war auch in dem Ausschuss bürgerschaftliches Engagement. Und ich darf an der Stelle sagen, alle anderen Fraktionen, die Koalition und die anderen Oppositionsfraktionen haben diesen Antrag abgelehnt. Und ich bitte, das einfach mal zu berücksichtigen. Sie können hier nicht alle Probleme aneinander zählen und sagen, es soll dann eine einzige Stelle richten. Und zu den jüngsten Punkten, die Sie hier heute aufgezählt haben, wie wird organisiert, wenn Flüchtlinge hierher kommen, da kann ich nur auf den Masterplan Integration und Sicherheit verweisen. Dort ist ein Ablauf ganz klar dargestellt. Lesen Sie es. Ich weiß, stellt Sie auch nicht zufrieden. Aber an Superman und an Superwoman glauben wir nicht. Wir haben gute, super gut funktionierenden Senat. Und das ist besser als das, was Sie hier vorschlagen. Vielen Dank. Dankeschön für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt Frau Dr. Kahlefeld, bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, die gesamte Arbeit des Senates zusammenzufassen und dann so zusammengeschnurrt an eine Superbeauftragte zu übergeben, das fordern die Piraten in ihrem Antrag, und wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Frau Radziwill, ich bin ganz erschüttert, dass ich Ihnen vollkommen zustimmen muss. Ich glaube, das ist das erste Mal. Denn bei aller Kritik, die meine Fraktion und ich am Senat haben, dieser Vorschlag ist einfach kein gängiger Ausweg. Alles aus einer Hand, Bürgermeister und Senatorinnen werden überflüssig. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Was steht denn in dem Antrag? Der Beauftragte soll ressortübergreifend die Prozesse optimieren, die mit dem Zuzug von Menschen nach Berlin in Zusammenhang stehen. Eine Verbesserung des ressortübergreifenden Arbeitens ist in diesem Senat selbstverständlich notwendig. In der Anerkennung von ausländischen Qualifikationen oder wenn Menschen aus Qualifizierungsmaßnahmen abgeschoben werden sollen, oder wenn landeseigene Liegenschaften für Kultur, Sozialpolitik oder Unterbringung von Geflüchteten zu nutzen sind. Das kann aber nicht an eine für den Zuwachs und die Partizipation zuständige Beauftragte ausgelagert werden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Reinhardt. Bitte schön. Frau Kollegin Kahlefeld, mich interessiert jetzt nur, ob die
Ihre Kollegen im Hauptausschuss in die umfangreichen Änderungsanträge weitergeleitet haben, weil Sie jetzt hier auch Sachen vorlesen, die wir eigentlich geändert haben wollten. Im Hauptausschuss, Sie haben sich nicht mal eingebracht, weil Sie abgelehnt wurden. Aber ich hoffe, dass Sie da von Ihren Kollegen informiert wurden. Ich beziehe mich auf den Ursprungsantrag. Haben Sie das alles gestrichen? Aber davon wird der Antrag auch nicht besser. Also gut, Sie haben die Sache auf die Prognosen zusammengestrichen, dann beziehe ich mich darauf. Entschuldigung, aber es fällt mir furchtbar schwer, diesen Antrag ernst zu nehmen. Also Prognosen erstellen, das ist natürlich tatsächlich eine Sache, die wichtig ist für die Senatsarbeit. Aber ich finde, auch das sollte weder der Senat noch eine Beauftragte des Senates machen. Man muss sich auf vernünftige Prognosen beziehen. Dann hätte man tatsächlich absehen können, dass die Flüchtlingscamps nicht ausreichen und die Menschen herkommen. Dann hätten wir mehr Lehrerinnenstellen. Aber auch das würden wir nicht dem so einem Beauftragten überantragen wollen. Also gut, was wir aus dem ursprünglichen Antrag sehen können, noch vernünftigerweise, wäre eine Auflistung von Aufgaben, die der Senat tatsächlich lösen sollte. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der Senat das ohne McKinsey hinbekommt und auch ohne die Superbeauftragte, die für alle Belange des Bevölkerungswachstums dann zuständig ist. Ich wünschte mir, dass er die Kraft hat und den politischen Willen, vernünftig zusammenzuarbeiten, anstatt sich gegenseitig zu blockieren. Und ich wünschte mir, dass er planvoll vorgehen würde. Aber als Allheilmittel für die Inkompetenz einiger Senatsverwaltungen und die Unfähigkeit des Senates zur Zusammenarbeit eine Beauftragte ins Rennen zu schicken, die das Senatschaos dann beseitigen soll, halten wir für unrealistisch und auch nicht wünschenswert. Vielen Dank. Dankeschön. Für die CDU-Fraktion hat jetzt der Kollege Krüger das Wort. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, ich bin ja auch ein Freund von Heiterkeit und dem nicht verschlossen. Trotzdem möchte ich den Versuch machen, mich mit dem Antrag auch ein Stück sachlich auseinanderzusetzen. Denn noch sind wir hier im Parlament, finde ich. Das Bevölkerungswachstum unserer Stadt hat, wie wir alle wissen, sehr vielfältige Ursachen, die sich zusammenfassen lassen mit der hohen und wachsenden Attraktivität Berlins, mit den Freiräumen, die die Stadt für innovatives Handeln eröffnet, aber auch mit der Sicherheit und Verlässlichkeit, die sie Neuankommenden gewährt. Dass in der Zukunft neue Bedürfnisse mit althergebrachten, sich wandelnde Wertvorstellungen mit bewährten Grundsätzen zusammengeführt werden müssen, dass dies große Chancen bietet, aber auch konsequente Überzeugungsarbeit verlangt, liegt auf der Hand. Bei der Bewältigung dieser Herausforderung wird es um die weitere Ausprägung von Partizipation und Bürgerengagement gehen, um viel Professionalität, aber zugleich auch um vielfältiges und auf Augenhöhe eingebundenes Ehrenamt, wenn dieser Weg erfolgreich sein soll. Insofern war der vorliegende Antrag schon im richtigen Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement angekommen und wurde dort und später dann in verkürzter Form im Hauptausschuss entsprechend intensiv diskutiert. Die im Antrag und in der Begründung, aber auch im mündlichen Vortrag beschriebenen Aufgaben sind sowohl politisch als auch gesamtgesellschaftlich sehr umfangreich und zugleich eindeutige Querschnittaufgaben, die nur unter Einbindung und Beteiligung vieler Akteure gestemmt werden können. Wir glauben als CDU-Fraktion nicht, dass eine solche umfangreiche Aufgabenstellung durch eine Person, einen oder einen Beauftragten geleistet werden kann, selbst dann nicht, wenn es sich um ein komplettes neues Amt handeln würde, mit einer Mitarbeiterschar von ca. 25 Personen in seiner Anfangsphase, wie vom Antragsteller im Ausschuss ausgeführt wurde. Wir befürchten,
Das ginge man einen solchen Weg, ein separates neues Amt, viele Verwaltungen und Institutionen dazu verführen könnte, sich bei dieser Querschnittherausforderung schlanken Fußes aus dem Staub zu machen oder doch zumindest sehr zurückzuhalten. In dem hier angesprochenen Gestaltungsfeld kommen dem regierenden Bürgermeister, aber auch den Senatsverwaltungen für Integration und Stadtentwicklung wesentliche Aufgaben zu, die an diesen Stellen auch nachprüfbar angepackt und nachhaltig vorangetrieben werden müssen. Von hier aus sollte dann auch die unabdingbar innovative und faire Koordination mit den anderen Behörden, aber auch mit einzubindenden Institutionen und Bürgergruppen mit teils professionellem, teils ehrenamtlichem Profil erfolgen. Auch sollten dabei die Bezirke als wichtige Leistungs- und Verantwortungsträger nicht außer Acht gelassen werden. Drohende Doppelzuständigkeiten, wie sie zum Beispiel durch eine solche Behörde geschaffen werden würden, würden Steuergelder verschwenden. Wir sind davon überzeugt, dass sie eher verwirren würden, als klärenden Charakter hätten. Deshalb wird die CDU-Fraktion, mit ihrem Antrag geförderte Diskussion über das politisch-bürgerschaftliche Engagement im wachsenden Berlin weiter fortsetzen, auch durchaus intensivieren. Zugleich werden wir aber heute diesen Antrag in der vorgelegten Form ablehnen. Schönen Dank. Dankeschön. Für die Fraktion Die Linke jetzt Frau Platter. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, der in den Ausschüssen diskutierte Antrag verdeutlicht, die Politiker der Piratenpartei machen sich Sorgen über die Zukunft Berlins, einer wachsenden Stadt. Sie wollen keine Festansprache halten wie »Wir schaffen das«. Sie wollen einen Lösungsansatz bieten, um die scheinbaren Probleme der wachsenden Stadt zu lösen und sehen diese Lösung in einer neuen Verwaltungsstruktur, einer Stelle, einer Berliner Beauftragten für Partizipation und wachsender Stadt. Viele haben jetzt schon gesagt, dass es lustig ist. Gut, man kann es auch ernster nehmen. Der Antrag fordert einen Gesetzentwurf vom Senat und das, obwohl die Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber hier in den Reihen des Abgeordnetenhauses sitzen. Ja, es blieb auch im Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement offen, warum die Piratenfraktion nicht selbst als Teil der gesetzgebenden Versammlung zur Feder gegriffen hat bzw. greifen will. Was dort aber deutlich wurde, ist, es geht nicht um eine neue Stelle, sondern es geht um ein zusätzliches, also neues Amt, das mit 20 bis 25 Mitarbeitern besetzt und mit einem Haushalt von 3 Millionen Euro ausgestattet werden soll. Dieses Amt als oberste Landesbehörde eingerichtet, soll im Wesentlichen unterstützen und optimieren, überwachen, begleiten, beobachten, koordinieren und beraten. Und zudem sollen personenbezogene Daten erhoben und übermittelt werden können, bis hin zur Amtshilfeleistung für Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten der EU. Dieses Amt soll scheinbar auch den Petitionsausschuss ersetzen können und Beschwerdestelle für jede Person bis hin zu Dienstkräften der Berliner Behörden werden. Um seinen Aufgaben gerecht zu werden, sollen selbstverständlich alle öffentlichen Stellen diesem Amt verpflichtend Einsicht in Unterlagen geben und Auskünfte erteilen. Ich frage mich immer, wie mit so wenigen Mitarbeitern diese vielen Ämter begleitet werden können. Aber gut, kurzum, der Antrag fordert ein Gesetz für die Errichtung eines wie auch immer Amtes, das externe Beratung und interne Kontrolle vereint, unabhängig agieren kann und keiner parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Ich könnte jetzt noch Bürokratie, Lobbyismus und Interessenvertretung ins Feld führen, will mich aber auf unsere Forderungen an vorhandene Strukturen bei der Erfüllung der bestehenden Aufgaben in der sogenannten wachsenden Stadt beschränken. Auch weil Die Linke zu diesem Thema mehrere Anträge und Besprechungen in das parlamentarische Geschehen eingebracht hat. Zu Kitas, Schulen, zu sozialverträglichem Wohnungsbau. Ein flüchtlingspolitisches Konzept gehört dazu, genauso wie die Forderung nach einem Stadtentwicklungsplan, soziale und kulturelle Infrastruktur und weiteres. Die Linke erwartet auch aus haushaltspolitischen Gründen kein zusätzliches Amt.
sondern dass die vorhandenen Strukturen, aber insbesondere, dass der regierende Bürgermeister verfassungsgemäß auch in der wachsenden Stadt die Richtlinien der Regierungspolitik bestimmt. Er ist derjenige, der auch um die Einhaltung der Richtlinien sich kümmern soll und überwachen. Und er hat das Recht, über alle Amtsgeschäfte Auskunft zu erlangen. Die vom Senat gebildete Arbeitsgruppe Wachsende Stadt muss allerdings endlich auch abrechenbare Arbeitsergebnisse vorlegen. Und nicht zuletzt, die Senatskanzlei muss insbesondere die Aufgaben der Ressortkoordinierung wieder ernster nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Platter. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 1725-34 empfiehlt der Fachausschuss mehrheitlich gegen Piraten die Ablehnung und der Hauptausschuss mehrheitlich gegen Piraten die Ablehnung auch mit Änderungen. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Piraten. Gegenstimmen? Das ist die Fraktion der SPD, die CDU-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, die Linksfraktion. Enthaltungen? Ich sehe keine Enthaltungen. Dann ist der Antrag abgelehnt. Die Tagesordnungspunkte 11 und 12 stehen auf unserer Konsensliste. Wir kommen nun also zum Tagesordnungspunkt 13. Das ist die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Sport, Drucksache 1728-16 zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 1727-41, zentrale Koordination Sporthalle einrichten, Sportvereine und Schulen bei der Sanierung entlasten. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das Wort hat Herr Abgeordnete Schweikart. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Damen und Herren, die Sportvereine und Schulen leisten sehr wertvolle freiwillige Hilfe und Unterstützung für Geflüchtete, auf die Berlin mehr als stolz ist. Selbstlos, solidarisch und unter Verzicht auf viele Sporthallen. Da muss es selbstverständlich sein, dass Berlin die Hallen, sobald sie nicht mehr als Notunterkünfte gebraucht werden, den Bezirken, Vereinen und Schulen besenrein wieder zur Verfügung stellt. Verschärft wird der Sportflächenmangel durch die unhaltbaren baulichen Zustände, die nach wie vor zu zig Hallensperrungen führen. Ein Sanierungsstau, den sich Berlin nicht leisten kann. Weder für Sportlerinnen und Sportler noch für Schülerinnen und Schüler und auch nicht für Geflüchtete, deren Inklusion durch Sportangebote in eben diesen Hallen deutlich besser gelingen kann als durch die Unterbringung in Betten des Katastrophenschutzes. Mittlerweile gibt es eine Arbeitsgruppe im Senat, die sich dieser Sache angenommen hat. Aber das reicht nicht. Auch ein Konzept zum Leerzug der Turnhallen, welches beim Rat der Bürgermeister zur Abstimmung liegt, reicht auch nicht. Seit 1. Januar diesen Jahres gibt es eine Richtlinie für den Kostenersatz für die von der Sicherstellung von Sportstätten erheblich betroffenen Sportvereine. Und auch die reicht nicht. Darin heißt es, diese Richtlinie verfolgt den Zweck, möglichst vielen förderungswürdigen Sportorganisationen, die ab 2015 von der Sicherstellung von Sportstätten zur Unterbringung von Flüchtlingen durch das Land Berlin erheblich in der Erreichung ihrer satzungsgemäßen Zwecke betroffen sind, Unterstützung zu leisten. Genau das beschreibt das Problem, für dessen Lösung wir unseren Antrag formuliert haben. Es geht eben nicht darum, mit einem gedeckelten Budget von 1 Million möglichst vielen Sportorganisationen Unterstützung während der Notunterbringung zukommen zu lassen, sondern es geht darum, die gesamte sportliche Infrastruktur zu gewährleisten. Aber nicht einmal diese in Aussicht gestellten Entlastungen für Miet-, Lager- und Transportkosten sind sicher, denn die Erstattungsleistung kann auf einen Teilbetrag der nachgewiesenen Kosten reduziert werden, wenn erkennbar ist, dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Landes Berlin für eine vollständige Erstattungsleistung an alle Antragsteller nicht ausreichend sind. Es wird also nur ein Teil erstattet und das auch erst nach Abschluss des Jahres, denn vorher ist ja kaum bekannt, welche Summen beantragt werden und wie hoch der Prozentsatz der Erstattung sein wird. Und diese Probleme potenzieren sich, wenn es um die Sanierung von gesperrten oder beschlagnahmten Hallen geht. Millionenbeträge vorfinanzieren, Bauleistungen ausschreiben und beaufsichtigen, neueste Vorschriften im Baurecht umsetzen, sei es bezüglich Barrierefreiheit oder energetischen Mindeststandards, Verwaltungsvorgänge kennen und beschleunigen und vor allem rechtzeitig zu wissen, wann die Hallen wieder zur Verfügung stehen werden. Das sind alles Qualifikationen, die Schulen, Vereine und Selbstbezirke nicht haben. Sollen denn wirklich bei gut 100 Hallen die Träger einzeln die immer wieder gleichen Probleme bekommen?
die Sportlerinnen und Sportler viel Zeit verlieren und die Berliner Bürgerinnen und Bürger am Ende Lehrgeld zahlen? Nein, wir wollen, dass Bezirke, Schule und Vereine entlastet werden und nicht für ihr Engagement bestraft. Daher beantragen wir jetzt, dass der Senat eine zentrale Koordination Sporthalle einrichtet, welche die schnellstmögliche Sanierung aller Sporthallen sicherstellt und die als Notunterkunft genutzten Hallen dem Sport so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stellt. Dass alle Beteiligten in diese Koordination einbezogen werden, dass der Senat dafür Sorge trägt, dass keine verwaltungsbedingten Verzögerungen entstehen und dass barrierefrei und energetisch nachhaltig saniert wird und dass die kompletten Kosten ohne Vorleistungen der einzelnen Träger übernommen werden. Berlin kann es sich nicht leisten, auf das Ergebnis eines Volksbegehrens zu warten. Wir brauchen jetzt Lösungen. Die Sportlerinnen und Sportler haben sofort geholfen. Und der Senat hatte mittlerweile genug Zeit zu planen, wie er jetzt den Vereinen, Schulen und Bezirken helfen wird. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schweikart. Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Buchner. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. 62 der über 1.000 Berliner Sporthallen können derzeit nicht genutzt werden, weil sie als Notunterkünfte für geflüchtete Menschen genutzt werden und dienen. Es ist bedauerlich, dass das Sporttreiben in der Stadt dadurch eingeschränkt wird. Ich will aber auch als leidenschaftlicher Sportpolitiker eindeutig sagen, dass das Leib und das Leben von Menschen am Ende das deutlich höhere Gut ist. Wie wichtig uns der Sport aber ist, beweisen unter anderem zwei Maßnahmen, die das Abgeordnetenhaus und der Senat sehr schnell und unbürokratisch auf den Weg gebracht haben. Erstens wurden Mittel bereitgestellt, mit dem Ausfallen der Schulsport in kommerziellen Einrichtungen ersetzt werden kann, also zum Beispiel in Eislauf- oder Kletterhallen, beim Schwimmen oder in Fitnessstudios. Und zweitens, Sportvereine, die betroffen davon sind, dass ihre Halle im Moment nicht zur Verfügung steht, bekommen die Möglichkeit, Ersatzräume anzumieten. Mir ist auch klar, dass das beim Turnen oder beim Tischtennis ganz gut funktionieren kann, dass aber Sportarten wie Handball oder Hockey mit einem großen Platzbedarf im Moment enorm eingeschränkt sind. Trotzdem gilt, dass wir den Antrag der zur zentralen Koordination Sporthalle absolut nicht für schlecht halten, aber für unnötig. Denn die notwendigen Schritte sind in Abstimmung von Senat, Abgeordnetenhaus, den Berliner Bezirken und dem Sport bereits gegangen worden. Gemeinsam wurde eine Prioritätenliste erarbeitet, nach der die Hallen so schnell wie möglich wieder für den Sport freigezogen und zur Verfügung stehen sollen. Ich bin ganz froh, dass die beiden für den Leistungssport und eben auch für die Sporthallen Handball und Hockey wichtigen großen Sporthallen Horst Korber Sportzentrum und Rudolf-Habich-Halle ganz weit oben stehen. Und ich glaube, dass es auch gelingt, andere Hallen, wo es größere Schwierigkeiten gibt. Ich denke an das Sporttreiben von Menschen mit Behinderungen, wo es schwieriger ist, an Ersatzstandorte zu fahren, weit oben in der Prioritätenliste zu platzieren und diese Hallen möglichst zeitnah zurückzuübergeben. Zum Fahrplan selbst ist genug inzwischen auch in den Medien gesagt worden. Es geht darum, möglichst nach den Sommerferien die Hallen wieder dem Schul- und Vereinssport nach und nach übergeben zu können. Es wurden auch alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um dort, wo es notwendig ist, die notwendigen Instandsetzungen und Sanierungen schnellstmöglich und ohne Verzögerungen vorzunehmen. Und es ist auch klar und sichergestellt, dass es nicht am Geld scheitern wird, dass die belegten Hallen wieder zur Verfügung stehen. Denn dafür haben wir 5 Millionen Euro im Haushalt zur Verfügung gestellt und übrigens auch klargestellt, dass das Mittel sind, die zusätzlich zum Sportstätten-Sanierungsprogramm kommen, das wir ja schon deutlich erhöht hatten. Kurzum, der Senat und die Regierungskoalition handeln, wo noch Anträge geschrieben werden. Und deshalb können wir den Antrag auch ablehnen. Ich möchte trotzdem abschließend noch ein paar Worte sagen zu dem jetzt gestarteten Volksbegehren zum Thema Schulsporthallen. Dieses Volksbegehren will erreichen, dass Sporthallen nur noch im Katastrophenfall für die Übernachtung von Menschen herangezogen werden dürfen. Das ist übrigens ziemlich sportfremd. Ich selbst habe manche Nacht in Sporthallen übernachtet und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass anlässlich des größeren Wettkampfs, zum Beispiel des Deutschen Turnfests, aber auch bei vielen Wettkämpfen von Vereinen künftig der Katastrophenfall ausgerufen werden soll. Wenn aber ein solches Volksbegehren in Kenntnis der schwierigen Situation ausgerechnet von einem Reinickendorfer CDU-Abgeordneten gestartet wird, der sicherlich auch relativ wenig
bis gar nichts dafür getan hat, dass in Reinickendorf mal Alternativen zur Verfügung gestellt werden. Gerade der Bezirk Reinickendorf ist dafür nicht bekannt. Dann finde ich das schon bemerkenswert, weil die Vernunft auf dem Rücken des Wahlkampfes da geopfert wird. Und ich bin froh, dass sich der organisierte Sport, dass sich der Landessportbund und die Sportverbände darauf nicht eingelassen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Buchner. Für die Linksfraktion hat jetzt das Wort Frau Dr. Hiller. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag der Grünen ist übersichtlich. Herr Schweigert hat die Notwendigkeit zum Handeln begründet. Er hat sie ja auch dargestellt. 30 unsanierte Hallen in den Bezirken, 60, die derzeit für die Unterkunft von Flüchtlingen als Unterkunft genutzt werden. Diese müssen saniert werden. Das ist eine Herausforderung. Warum Sie, liebe Kolleginnen von der Koalition, diesen Antrag nicht mittragen wollen, ist mir auch nach der Rede des Kollegen Buchner nicht schlüssig geworden. Der regierende Bürgermeister hat in seinem RBB-Interview vor einigen Wochen bereits angekündigt, dass im Sommer die Flüchtlinge die Sporthallen verlassen werden. Herr Buchner spricht jetzt, nach den Sommerferien sollen die Hallen nutzbar sein. Davon ist nichts zu erkennen, denn die Sanierung wird auch Zeit kosten. Und das Gerangel, was gegenwärtig stattfindet, deutet eher darauf hin, dass es zu einer Verschleppung der Wiedernutzung kommen wird. Leider konnte auch Herr Staatssekretär Klitsch in unserer Anhörung kein Szenario darstellen, wie schnell welche Sporthallen wieder übernommen werden. Bis zum heutigen Tag gibt es kein öffentlich zugängliches Konzept für die Sanierung und Wiedernutzung der Hallen. Im Gegenteil, die Senatsverwaltungen kabbeln sich, wer wofür wann zuständig ist. Der Rat der Bürgermeister hat einen eigenwilligen Antragsbeschluss gefasst, dass jeder Bezirk eine Sporthalle benennen soll. Das ist insofern eigenwillig, weil ja die Möglichkeiten der Bezirke unterschiedlich sind. Also Pankow hat 9 Schulsporthallen, die genutzt werden. In Marzahn-Hellersdorf sind es 3 Sporthallen, die nicht mal für den Schulunterricht, die beim Schulunterricht gar nicht fehlen. Also sind Vereinssporthallen. Und aus dieser Sicht sehe ich da keine Prioritätensetzung. Priorität wird gesetzt beim Leistungssport. Auch darüber hätte man wenigstens auch diskutieren können. Es herrscht Kompetenzrangel zwischen den Verwaltungsbereichen, Schulverwaltung, Sozialverwaltung, Innenverwaltung, Finanzverwaltung. Und es muss endlich Klarheit geschaffen werden. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Herr Buchner, das Bereitstellen von Mitteln allein scheint eben nicht zu genügen. Andere Bundesländer zeigen, dass es geht. Berlin wird wieder einmal im Verwaltungschaos versacken. Eine Bemerkung zur von den CDU-Mitgliedern, Herr Buchner wies darauf hin, Herr Schweigert auch, initiierten Unterschriftensammlung. Bitte, sehr verehrte Kolleginnen von der CDU, kämpfen Sie Ihre Zwistigkeiten woanders als auf dem Rücken der Flüchtlinge aus. Wenn Sie den Sportsenator beschädigen wollen, wenn Sie Ihre widersprüchlichen Positionen zur Flüchtlingspolitik ausfechten wollen, bitte machen Sie das nicht bei einem so sensiblen Thema. Sie sitzen im Senat, Sie haben alle Möglichkeiten, den Vorgang der menschenwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen zu forcieren. Also bitte arbeiten Sie im Senat und lassen Sie diese dreisten Unterschriftensammlungen, die hier nicht hilfreich sind. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dr. Hiller. Für die CDU-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Trapp. Bitte. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Antrag der Grünen kommt schlicht viel zu spät. Die Schaffung einer neuen Senatsdienststelle ist Bürokratie pur und würde in die Zuständigkeiten der Bezirke einwirken und nicht unbedingt die Vorgänge beschleunigen. Darüber hinaus gibt es Ende Februar eine gemeinsame Arbeitsgruppe aller beteiligten Senatsverwaltungen, und in einem Kriterienkatalog ist festgelegt, in welcher Reihenfolge der Freizug von Sporthallen realisiert werden soll. In diesen Prozess sind alle Bezirksbürgermeister eingebunden. Die Senatsverwaltungen arbeiten seit Monaten intensiv an den Freizügen.
Unter der Koordination von Staatssekretär Glitsch wurde zum Beispiel schon mitgeteilt, dass die in Reserve gehaltenen Hallen freigegeben werden und die Habichhalle und die Korberhalle als Priorität oben auf der Liste stehen für die Freiräumung. Grundsätzlich sind die Bezirke für den Zustand der Sportanlagen zuständig. Sie melden den Bedarf über das Sportanlagensanierungsprogramm an und bekommen das Geld vom Senat. Außerdem hat der Senat auch noch zugesagt, die Kosten für die Sanierung der beschlagnahmten Sporthallen zu übernehmen. Also, der Senat handelt und muss nicht durch die Grünen zum Handeln aufgefordert werden. Deshalb werden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank, Herr Trapp. Für die Piratenfraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Reinhardt. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Belegung von Geflüchteten in Turnhallen ist und bleibt auch weiterhin problematisch. Unser Turnhallenbelegungssenator ist ja jetzt gar nicht da. Aber wir kennen die Probleme, glaube ich, alle. Die Turnhallen bieten keine Einzelzimmer, sie bieten keine Atmosphäre, keine Küchen. Es gibt nur Gemeinschaftsduschen. Ich habe schon einige Turnhallen, die als Flüchtlingsunterkünfte belegt werden, dieser Stadt persönlich besucht. Die Geflüchteten dort wollen alle weg. Außerdem natürlich der zweite Problembereich, der hier vor allem von den sportpolitischen Sprechern ja vor allem auch angesprochen wurde, der Entzug von Sportflächen. Und das betrifft natürlich nicht nur allgemein den Sport und auch die Vereine, sondern natürlich auch nochmal speziell integrationspolitisch offene Vereine oder zum Beispiel auch Inklusionsprojekte. Auch da sind mir schon Geschichten berichtet worden, dass da zum Beispiel Vereine, die spezielle Angebote auch haben und speziell auch mit Geflüchteten in Interaktion treten, auch natürlich dann von den Einschränkungen betroffen sind, was natürlich doppelt schade ist. Allerdings ist es natürlich so, dass es leider die einzige Möglichkeit ist für den Senat, wirklich innerhalb von 1 bis 2 Tagen eine Unterkunft zu eröffnen. Und deswegen wurde davon ja auch rege Gebrauch gemacht in den letzten 6 Monaten. Dabei war es eigentlich natürlich das 2. Jahr in Folge, wo das gemacht wurde. Das 2. Jahr, insofern hätte man auch davon ersten Mal schon lernen können. Es war vor allem eine Folge mangelnder Planung, siehe letzte Debatte, und mangelnder Kapazitäten, die nicht frühzeitig geschaffen wurden. Angeblich will ja niemand die Turnhallunterbringung, aber trotzdem findet es auch weiterhin statt, vermutlich auch im nächsten Winter wieder. Schauen wir mal. Jedenfalls, unabhängig davon, ob das jetzt, dass sich alle davon einig sind, dass es nicht gewollt ist, bin ich auch der Meinung, dass wir keine Volksbegehren brauchen, um Unterschriften zu sammeln gegen die Turnhallenbenutzung. Wir schränken den Senat hier ein in einer Variante der Nutzung und der Unterbringung von Flüchtlingen, und dieses Volksbegehren strotzt nur so von Egoismus und Engstirnigkeit. Deswegen spreche ich mich auch dagegen aus, das in dieser Form hier weiterzutreiben, auch von Anwesenden im Raum. Es geht um dieses Jahr. Es geht um den Freizug der Turnhallen. Es geht darum, dass hier gesagt wird, dass Container gebaut werden, um dann die Turnhallen nicht mehr weiter als Flüchtlingsunterkünfte zu nutzen und die Flüchtlinge dann in anderen Unterkünften einzurichten. Allerdings scheint es ja noch keinen wirklichen Termin zu geben, wann das tatsächlich stattfindet. Eigentlich sollte es im Frühjahr passieren, dann hieß es Sommer. Jetzt heißt es am 6. April, Bezirksbürgermeister Matthias Köhne von der SPD, zum Beispiel zumindest für Pankow, bedauert, dass der Senat auch Flächen für zukünftige Flüchtlingsunterkünfte veröffentlicht und mit dem Bezirksamt abgestimmt hatte, deren tatsächliche Realisierbarkeit nicht im Vorfeld durch die zuständigen Landesbehörden abschließend geprüft wurde. In der Mitteilung vom 6. April. Ja, also das ist der Stand. Das heißt, wir haben viele der Flächen, die eigentlich genutzt werden sollten für Container oder für Modulbauten, stehen offensichtlich nicht mehr zur Debatte oder stehen nicht mehr zur Verfügung. Insofern, das ist Mist. Und hier wird offensichtlich schon wieder die eigene Planung konterkariert. Das schadet der Glaubwürdigkeit nicht nur dieses Senats, sondern auch der Politik insgesamt gegenüber der Sportlandschaft und gegenüber den Vereinen. Und das ist doppelt schade.
Wenn dann der Freizug doch endlich geschieht, zu einem unbekannten Datum, dann wird zum einen natürlich die Frage des finanziellen Umfangs geklärt werden müssen. Und Herr Kollege Trapp, ich hoffe doch sehr, dass der Senat dann da eben auch in klare Leistung eintritt. Denn zum Beispiel das Horst-Korber-Sportzentrum, das ich übrigens vor wenigen Wochen auch selber besucht habe und mir dort ein Bild machen konnte, braucht ja schon laut Prognosen der Berliner Zeitung vom 10. März alleine über 4 Millionen Euro für die Herrichtung und Sanierung. Das ist immerhin das Vierfache von dem, was mit 1,1 Millionen Euro zur Sanierung von Sportanlagen im Titel 54802 für genau diese Leistung vorgesehen ist, also allein in einer einzigen Halle. Das heißt, der Antrag, der hier fordert, zusätzliche Förderprogramme zu überlegen und eine Kostendeckung sicherzustellen, spricht natürlich das an und aus, was wir hier alle denken, nämlich, dass die Sanierung auch kostenmäßig gedeckt sein muss. Bei dem anderen Problem setzt der Antrag tatsächlich einen eigenen Akzent, nämlich, dass die Kommunikation bei der Belegung zum Teil extrem schlecht funktioniert hat und dass die Befürchtung ist, dass die Kommunikation bei dem Auszug der Geflüchteten genauso schlecht funktioniert und bei der Sanierung auch. Insofern ist es ein nachvollziehbarer Vorschlag, dass man hier eine zentrale Stelle einrichtet, die die Koordination durchführt und das Verfahren damit auch beschleunigt, weil es dann eben unter allen Beteiligten nur einmal abgestimmt werden muss. Das geht also durchaus in die richtige Richtung. Insofern ist der Antrag jetzt nicht der Durchbruch, aber durchaus unterstützenswert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 17-2741 empfiehlt der Fachausschuss mehrheitlich gegen die Oppositionsfraktion die Ablehnung, auch mit Änderung. Wer dem Antrag dann noch zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Linksfraktion, die Piratenfraktion. Gegenstimmen? Das ist die SPD-Fraktion, die CDU-Fraktion. Enthaltungen? Ich sehe keine Enthaltungen. Dieser Antrag ist abgelehnt. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 13a. Dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses Drucksache 17-2824 zur Vorlage zur Beschlussfassung gemäß § 38 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin, Nummer 02-2016 des Verzeichnisses über Vermögensgeschäfte. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Der Hauptausschuss hat der Vorlage einstimmig mit allen Fraktionen zugestimmt. Wer dem Vermögensgeschäft Nummer 02-2016 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Linksfraktion, die Piratenfraktion. Andere sind noch am Beraten. Gegenstimmen? Enthaltungen? Zwei Enthaltungen aus dem Kreise der Piraten. Damit ist das dem Vermögensgeschäft zugestimmt. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 13b. Dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses Drucksache 17-2828 zur Vorlage zur Beschlussfassung Drucksache 17-2509. Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs von Berlin im Haushaltsjahr 2014. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Der Hauptausschuss hat die Vorlage einstimmig mit allen Fraktionen angenommen. Wer der Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD und der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Linksfraktion, die Piratenfraktion. Gegenstimmen? Ich sehe keine Gegenstimmen. Enthaltungen? Ich sehe auch keine Enthaltungen. Das ist einstimmig so angenommen. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 14, Vorlage zur Kenntnisnahme gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin, Drucksache mit der Nummer 17-2817. Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnung. Von den Verordnungen hat das Haus hiermit Kenntnis genommen. Tagesordnungspunkt 15 war Priorität der Fraktion Die Linke unter Nummer 3.3. Der Tagesordnungspunkt 16 wurde in Verbindung mit der Aktuellen Stunde behandelt. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 17. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 17-2777, Spielbare Stadt, Maßnahmen zur Stärkung der Videospielbranche in Berlin. In der Beratung beginnt die Piratenfraktion. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Morlang. Bitte. Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Anwesenden und liebe zwei, drei Zuschauer. Die Entwicklung der Gaming-Industrie in Berlin ist eine Erfolgsgeschichte. Okay, das ist der Moment, wo Sie jetzt klatschen können. Ich versuche es nochmal. Die Entwicklung der Gaming-Industrie in Berlin ist eine Erfolgsgeschichte. Danke. 1,1 Milliarden Umsatz im Jahr.
Das ist mehr, als die Filmindustrie macht. Das hat gar keiner mitgekriegt. 10% Wachstum im Jahr, das macht kaum eine Industrie in Berlin. Und wir reden über Industrie. 11.000 Arbeitsplätze. Meine Fachpolitiker-Kollegen wissen das, jetzt wissen sie es auch. Wir haben inzwischen fette E-Sports-Events in Berlin. Und wir haben eine Industriestruktur, die aus einer Mischung von Kleinunternehmen und KMUs, also Mittelständlern, besteht, die relativ gesund ist und das, was wir eigentlich wollen. Und last but not least, wir hatten das League of Legends World Championships Final 2015 in Berlin. Das ist ziemlich fett, würde ich mal so sagen. So, wir wissen darüber hinaus aber ziemlich wenig. Wir haben ziemlich wenig allgemeine wirtschaftliche Kennzahlen. Wir wissen ziemlich wenig über die Arbeitnehmerstruktur. Wir wissen auch nicht so besonders viel über die Bedürfnisse der Marktteilnehmer. Wir wissen wenig über das Investitionsklima. Und da kommt es jetzt zu einem Inhalt dieses Antrags. Die grundlegende Annahme, dass man mit mehr Wissen besser handeln kann, legt nahe, dass wir möglicherweise den Senat beauftragen, eine Studie zu erstellen, um diese und die anderen im Antrag genannten Fragen zu klären und dort Datenmaterial zu beschaffen. Mittelfristig und langfristig wäre es halt cool, die entsprechende NACE-Klassifikation zur Verbesserung der Datenlage herbeizuführen. Dafür müsste man sich dann auf Bundes- und EU-Ebene einsetzen. Was kann das Ganze bringen, wenn wir mehr wissen? Wenn wir mehr wissen, können wir besser fördern. Ja, wir haben momentan ziemlich viele Beauftragte. Wir haben Berlin Partner, wir haben das Medienboard, das überlappt sich alles, das macht das Ganze unübersichtlich. Wir haben auch nicht so wirklich die einheitliche Webpräsenz. Die Informationen dazu sind sehr fragmentiert. Das heißt, die Transaktionskosten steigen massiv, weil halt ein Mitarbeiter da sehr viel Zeit investieren muss, die er sonst anders arbeiten könnte. Damit ließe sich dann halt auch entsprechend die Stärkung des Standorts in Deutschland verbessern. Was kann das alles bedeuten? Wir könnten größere Projekte nach Berlin holen. Wir haben ein paar Projekte nach Berlin holen. Wir können noch viel mehr machen. Wir könnten gezielte Standortwechsel. Die Kollegen aus dem Wirtschaftsausschuss, die mit in London waren, waren begeistert und erstaunt, das Silicon Roundabout gesehen, wo die einfach mal so ein Londoner Silicon Valley für Startups gemacht haben. Wir könnten unser Gaming Schöneweide machen. Ja, wir haben da den Lehrstuhl, wir haben da Adlershof, wir haben dort schöne viele Altbauten und eine ganze Menge günstiger Flächen. Wir könnten dort den zentralen Standort für Gaming in Europa schaffen, mal so längerfristig gesagt. Und wir könnten natürlich auch die Berlinale des Gamings in Berlin schaffen, durch entsprechende Förderung und Maßnahmen und durch das Nutzen der Gelegenheiten, die da sind. Insgesamt ist die Situation großartig. Es geht also nicht darum, auf der Koalition und dem Senat rumzuhacken, dass alles, Augenblick, das war unparlamentarisch, dass alles suboptimal ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir an dieser Stelle noch deutlich optimieren können und mit verbessertem Datenmaterial auch noch deutlich justieren können, um Berlin zur Gaming-Hauptstadt Europas zu machen. Und damit meine ich die Gaming-Industrie und damit Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und was halt so dazugehört. Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dieser Antrag ist nicht etwa in Stein gemeißelt, sondern der ist eine Art guter Prototyp. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns zusammensetzen können, um das Ganze im Wirtschaftsausschuss in ein beschlussfähiges Format zu versetzen, etwas Schickes draus zu machen und Berlin als Ganzes ein großes Stück, zumindest was das Gaming betrifft, ein großes Stück weiterzubringen. Für die Wirtschaft mag es nur ein kleiner Schritt sein, aber für das Gaming wäre es ein ganz großer Schritt. Und daher rufe ich die Kollegen auf, da zusammenzuarbeiten und etwas wirklich Cooles abzuliefern. Ich danke Ihnen. Prost. Vielen Dank, Kollege Moorlang. Für die SPD spricht jetzt der Kollege Jahnke. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD-Fraktion setzt sich seit nunmehr drei Legislaturperioden für die Stärkung der definierten Berliner Cluster und Kompetenzfelder ein. Auch die Informations- und Kommunikationstechnologie, zu der die Games-Branche gehört, ist natürlich ein wesentliches Feld der Clusterstrategie Berlins. Seit die Zusammenführung des Filmboard Berlin-Brandenburg und die Medienbüros erfolgreich zur Gründung des Medienboards Berlin-Brandenburg auf Initiative der SPD-Fraktion im Jahr 2004 geführt hat,
ist auch die Games-Branche ein Schwerpunkt der Arbeit des Medienboards. Seit Jahren sehen wir, wie beeindruckend dynamisch sich diese Branche entwickelt. Gerade weil wir in der Vergangenheit die richtigen Strukturentscheidungen getroffen haben, die Institutionen neu strukturiert wurden, hat sich am Standort Berlin die Games-Branche besonders dynamisch entwickelt. Ja, man kann sogar im Grunde sagen, das, was Sie hier fordern, die Gaming-Hauptstadt Europas, das sind wir längst. Das Medienboard Berlin-Brandenburg ist heute erste Anlaufstelle für alle Akteure der Medienbranche in der Region. Das Medienboard wurde auf Initiative unserer Fraktion aus dem Zusammenschluss der genannten Institutionen gegründet. Und insofern ist auch die Betreuung der Gaming-Industrie eigentlich gewährleistet, und zwar im Bereich Games, Web und Mobile gleichermaßen. Das Medienboard fördert alle Genres von qualitativ hochwertigen, unterhaltsamen und marktfähigen Spielen. Dazu gehören Casual Games, ebenso wie AAA-Titel oder Debut-Productions und Nachwuchs-Game-Entwickler genauso wie etablierte Unternehmen, zu denen inzwischen beispielsweise auch das ursprüngliche Start-up Voga zum Beispiel gehört, das ja ein enormes Wachstum hingelegt hat und übrigens auch ein Beispiel dafür ist, was wir vorhin zum Thema Industriekultur besprochen haben. Voga findet es angemessen, in einer ehemaligen Backfabrik zu residieren. Innerhalb der Aktivitäten des Medienboards nimmt der Umsatz im Bereich Games eine zunehmend wichtige Position ein und wächst jährlich mit beachtlichen Steigerungsraten. Seit 2004 mit 137% auf nun, Sie haben das erwähnt, über 1 Milliarde jährlich, damit schon in der Größenordnung von TV und über dem Film. Das ist richtig. Die Unternehmen der Games-Branche zeigten sich in Befragungen 2014 zu 81% mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden, was für eine Branche ein sehr hoher Anteil ist. Auch die Rahmenbedingungen für die dringend benötigten international gesuchten Arbeitskräfte sind in Berlin sehr gut, wie Jens Begemann vom schon erwähnten Voga-Unternehmen jüngst sagte. In Berlin können diese Programmierer und Entwickler schon nach wenigen Stunden mit ihrer Arbeit anfangen, weil arbeitsrechtliche und aufenthaltsrechtliche Vorgänge hier eben schneller erledigt werden als anderswo. Wir sind auch gut im Messegeschehen aufgestellt. Auf der Internationalen Games Week in Berlin nächste Woche beispielsweise werden zum Thema Computer und Videospiele 12 verschiedene Veranstaltungen an 12 Orten in Berlin stattfinden. Die Ausrichter wollen nach eigenem Bekunden die Grenzen zwischen Games, Technologie und Kultur überschreiten. Fachvorträge, spezielle Angebote für Entwickler, zahlreiche Veranstaltungen für private Games-Enthusiasten und ein Games-Fest im Berliner Computerspiele Museum gehören zum Programm. Das gesamte gamespezifische Bildungsangebot in Berlin ist ebenfalls immens, auch wissenschaftlich wird in der Hauptstadtregion zu dem Thema geforscht, sodass neue technologische und inhaltliche Entwicklungen frühzeitig erkannt und damit Trends gesetzt werden können. All diese Dinge sind Auswirkungen richtiger Strukturentscheidungen aus der vorvorletzten Legislaturperiode. Die Piraten können das vielleicht nicht wissen. Sie existierten vor 10 Jahren noch nicht und werden in 10 oder weniger Jahren vielleicht auch nicht mehr existieren. Aber gern können wir mit Ihnen in der noch verbleibenden Legislaturperiode den Antrag zur spielbaren Stadt diskutieren. Ob die geforderte große Studie, die einen riesigen bürokratischen Aufwand erfordern würde, der richtige Weg ist oder nötig ist, da habe ich meine Zweifel. Doch lassen Sie uns dies in Ruhe im Ausschuss diskutieren und schauen, ob die schon gute Förderung der Games-Industrie noch weiter verbessert werden kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Kollege Janke. Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Schillerneck als Rednerin benannt und ich erteile ihr das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Lieber Herr Kollege Jahnke, na dann ist ja alles gut. So, nee, leider mitnichten, keineswegs. Sie haben sich an ein paar Rahmendaten abgearbeitet, so ein bisschen Name-Dropping betrieben, darauf verwiesen, dass vor 10 Jahren die eine oder andere gute Entscheidung Ihrer Meinung nach getroffen worden ist. Ja, in der Tat. Das Medienboard fördert vor allem im Bereich innovatives Spiel und Serious Games.
Was Sie nicht erwähnt haben, was ich aber durchaus erwähnenswert finde, ist, dass beim Deutschen Computerspielepreis ein Medienboard gefördertes Spiel prämiert worden ist, genau in dieser Kategorie. Da kann man nämlich feststellen, da funktioniert es in der Tat. Aber, wäre ja nicht schön ohne Arbeit, nicht wahr? Sie sagen, das ist seit Jahren und beeindruckend dynamisch und das ist ein Schwerpunkt und so weiter und so fort. Wir hatten vor kurzem im Bund Euromedienausschuss das Medienboard da. In der Tat, die machen seit Jahren immer wieder in den Anhörungen über ihre Arbeit auch selber darauf aufmerksam, dass sie dort einen Bereich haben, den sie ausbauen. Aber wissen Sie, was uns da deutlich jedes Mal gesagt wird? Das wird viel zu wenig wahrgenommen, insbesondere vom Senat und von der Berliner Politik. Nun ist es vielleicht auch kein Wunder, wenn es auch beim Medienboard in dem Bereich der sonstigen Bewegtbildwirtschaft resortiert. Ein so wunderbares Wort für die Games-Industrie, dass ich denke, so, ich glaube, wenn ich in dem Bereich unterwegs wäre, würde ich jetzt auch nicht sofort auf den Gedanken kommen, dort genau in dem Bereich zu gucken nach einer Förderung. Vielleicht können wir da erst mal allein an der Sprachlichkeit ansetzen im Rahmen der Förderung. Sie haben davon gesprochen, von den entsprechenden Verbänden, Tagungen und so weiter. Ja, das gibt es alles. Aber dennoch ist dieser Antrag überhaupt nicht obsolet. Im Gegenteil. Das Problem, was wir hier in dieser Stadt doch haben, wenn es um die Games-Industrie geht, ist, dass Sie irgendwie so einen ad-hoc-deskriptiven Umgang damit gefunden haben, der aber wenig Daten hat. Und ganz ehrlich, an der Stelle frage ich Sie mal, erinnern Sie sich eigentlich noch an originär Berliner Spieleschmieden wie das SEK Ost oder Radon Labs oder gewisse Publisher wie Sunflowers, die ein relevanter Partner für große Spieleentwickler in dieser Stadt waren? Ich weiß nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben Sie bereits Wirtschaftspolitik gemacht. Aber das heißt noch nicht notwendigerweise, dass Sie sich eigentlich mit der Entwicklung der Games-Industry in dieser Stadt auskennen. Denn das ist erheblich mehr als der reine Bereich Casual Games, das, was Sie auf Ihren Mobilgeräten oder so machen können und Ähnliches. Das ist ein viel breiterer Bereich und den lassen Sie auch mit der Förderpolitik, die die Senatsverwaltung betreibt, und mit den entsprechenden Angeboten schlicht und ergreifend außen vor. Dabei wäre genau das die Stärke, die wir in dieser Stadt fördern können. Die Frage, ob wir die europäische Hauptstadt der Spieleentwicklung und der Games-Industrie sind, wird sich nicht allein daran bemessen, ob es gelingt, immer wieder in diesem Durchlauferhitzer-Modell ein Start-up mit einer genialen Idee zu kreieren, das dann von irgendwem aufgekauft wird. Das ist kein nachhaltiges Wirtschaftsmodell, sondern die Frage wird sein, ob es uns gelingt, das Ökosystem, innerhalb dessen solche Entwicklungen von sich gehen, zu stabilisieren, interessant zu halten und nachhaltig zu halten. Und an der Stelle möchte ich auf etwas eingehen, was leider erst in der Begründung kommt, aber meiner Meinung nach ins Zentrum des Antrags gehören würde. Nämlich genau die Frage, was braucht eine lebendige, dynamische Entwicklungsszene? Die kann nicht ohne den Kontext stattfinden. Wir bewegen uns hier aber leider in dem Rahmen, in dem wir vor kurzem erst lernen mussten, dass dem für Sport zuständigen Senator der Begriff E-Sports nichts sagt. So wie Sie gerade über das Überschreiten der Grenzen zwischen Games und Kultur geredet haben, habe ich den Eindruck, dass auch bei Ihnen die Diskussion darüber, dass Games Kultur ist, noch lange nicht angekommen ist. Und wenn das die Grundlage ist, auf der Sie darüber reden wollen, wie wir die Stärke der Stadt im Bereich der Spieleentwicklung stützen können, dann kann ich nur sagen, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die entsprechenden Daten. Ansonsten sehe ich in diesem Antrag vor allem eine Bestätigung, dass wir gute Gründe hatten zu sagen, die große Anfrage wollten wir Grüne eigentlich nicht abschaffen, weil das wäre so ein klassischer Fall dafür gewesen. Dann könnten wir nämlich mit den Daten, mit der Antwort hier in eine inhaltliche Auseinandersetzung über förderliche Strukturen zum Ausbau der Games-Kompetenz, die wir in dieser Stadt haben, eintreten und müssten nicht diesen von hinten durch die Brust ins Auge Weg nehmen und dann, ich weiß nicht, vielleicht eines Tages mal darüber reden. Ich hoffe jedenfalls, dass das Anliegen, das uns auch ein sehr wichtiges ist, nicht der Diskontinuität anheimfallen wird. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Schilanek. Für die CDU ergreift jetzt das Wort der Kollege Schulze Bernd. Und er kriegt es auch. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin
den Piraten, Herr Morlang, sehr dankbar für diesen Antrag, weil er uns die Gelegenheit gibt, über diese riesigen Entwicklungen der letzten Jahre hier in Berlin zu sprechen. Nicht, dass wir den Antrag notwendigerweise gebraucht hätten, aber ich glaube, die damit zusammenhängenden 3 Minuten Redezeit sind sehr wichtig, um das auszudrücken, was uns alle bewegt. Was können wir tun, um das, was gut funktioniert oder noch nicht ganz gut funktioniert, positiv nach vorne zu bringen? Und deswegen mochte ich diesen negativen Ansatz von Frau Schillerneck gerade gar nicht. Es geht gar nicht um das Gegeneinander, denn ich glaube, an dieser Stelle sind wir tatsächlich an einem Boot oder wir ziehen an einem Seil und auch noch in die gleiche Richtung. Wir wollen gerne das, was gut funktioniert, noch besser machen und das, was eventuell noch ein bisschen Luft nach oben hat, die Luft da rausnehmen und dafür Sorge zu tragen, dass dann noch mehr PS auf die Straße kommt. Ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der war mal in einer Ausschusssitzung und da hat jemand Candy Crush gespielt, als es gerade langweilig war. Von wem kommt Candy Crush? Von King. Und wo in Europa hat King das letzte Studio eröffnet für die Spieleentwicklung? Das war Berlin. Die Gameswirtschaft in der Hauptstadtregion erwirtschaftet rund 1 Milliarde Euro Umsatz jährlich und umfasst 1.500 Unternehmen mit über 10.000 Beschäftigten in allen Stufen der Wertschöpfungskette. Der Gamesmarkt in Deutschland wächst deutlich. Computer- und Videospiele machen in Deutschland längst mehr Umsatz als die Musik- und die Kinoindustrie. Ganz wichtige Trends setzen das Social Gaming, also das Spielen in sozialen Netzwerken, sowie das sogenannte Cloud Gaming, also das Spielen mit einem Browser im Internet. Aber auch der Bereich der virtuellen Welten, sogenanntes Edutainment und E-Learning, wachsen in Berlin massiv. Mit den Verlagen Klett, Didix, Cornelsen und Tivolor gibt es einige auf Lernsoftware spezialisierte Publisher hier in Berlin. Und darauf können wir sehr stolz sein, zu Recht. Computerspiele sind, und Herr Morlang hat es gesagt, seit 2008 als Kulturgut anerkannt. Der größte Umsatz wird eben nicht mit Kindern und Jugendlichen, sondern mit Erwachsenen gemacht. Und der Erfolg der Spielbranche benötigt natürlich viele geeignete Fachkräfte und ein internationales Umfeld von entscheidender Bedeutung. Und hier hat Berlin viel zu bieten in einer Stadt, die niemals schläft, in der man um 22 Uhr auf Frühstücken gehen kann und die ja künftig auch viel Industriekultur haben wird. Die Berliner Games-Industrie ist führend in Deutschland. Mit dem Berliner Netzwerk GamesNet haben wir hier in der Region eine Organisation für gemeinsame Messevertretungen, Delegationsreisen und regelmäßige Geschäftstreffen. Bundesweit beneidet wird Berlin um das Förderprogramm, mit dem hier vor Ort die Produktion von Spiele-Prototypen in jungen Firmen mit über 1 Million Euro unterstützt wird. Das Land Berlin fördert die Spieleindustrie mit einer Vielfalt von Programmen, zum Teil speziell für die Kreativwirtschaft entwickelt. Dazu gehört das Darlehensprogramm der Investitionsbank Berlin, das Innovationsprogramm Profit, Beratungsprogramme, Coachbonus, die Transferbonusprogramme, subventionierte Messeauftritte sowie Risikokapital aus dem Venture Capital Fonds Kreativwirtschaft. Es sind große Umbrüche und Entwicklungsschritte, die hier stattgefunden haben. Und wir als Berliner können stolz sein auf diese Stadt. Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion im Ausschuss und vor dem Ausschuss, damit wir das Beste rausmachen können für die Wirtschaft. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schulze-Berndt. Die Linkspartei hat Frau Matuschek benannt und sie erhält das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zum Abend hole ich heute mal meine konservative Seite raus. Als ich den Titel las, Spielbare Stadt, habe ich gedacht, ja, das eins der bekanntesten und populärsten Spiele ist nach wie vor das Spiel Mensch, ärgere dich nicht. Dazu gibt es übrigens auch Weltmeisterschaften, die finden statt in der Kleinstadt Fiesloch in Baden-Württemberg. Wollen wir jetzt die Weltmeisterschaften im Mensch, ärgere dich nicht nach Berlin holen? Ich glaube, das war nicht der Sinn Ihres Antrags. Jedes Jahr findet kurz vor Ostern in Oberhof, auch einer Großstadt, ein Spieleentwicklertreffen statt. Da kommen hunderte Leute zusammen, die sich tatsächlich an Tischen hinsetzen und Spiele ausprobieren und Spiele entwickeln, die irgendwas Haptisches haben. Also Würfelspiele, Kartenspiele, sowas wie Siedler und so eine Sachen, wo Leute miteinander face-to-face, um mal in der Sprache zu bleiben, die offensichtlich die Spieleentwickler gerne benutzen, miteinander spielen, kommunizieren. Das meinten Sie sicherlich auch nicht, dass dieses Spieletreffen nach Berlin geholt werden soll. Das haben Sie ja auch gesagt. Es geht um Videospiele, es geht um Game Industry. Und da denke ich, nur mal als replizierend zu unserer letzten Debatte über Spiele und Spielsucht,
habe ich eigentlich vermisst bei der ganzen Euphorie, dass wir in Berlin über Start-ups und Spieleentwickler tatsächlich einen doch bemerkbaren Wirtschaftsfaktor inzwischen zu registrieren haben, dass wir doch auch, wenn wir darüber nachdenken, das weiter zu fördern, dann auch gleich die Kehrseite mitdenken müssen. Es gibt auch Spielsucht im Internet, im E-Sports, wie Sie es nennen. Das sollte man wenigstens mitdenken, wenn man jetzt hier so die Euphorie rausholt und sagt, die Spieleindustrie in Berlin muss gefördert werden, weil sie so dynamisch ist. Das ist jetzt mal das Wasser in den Wein, das ich hier ausgieße. Zweifellos ist richtig, dass die Spieleentwicklungsindustrie in Berlin ein wichtiger Faktor ist. Frau Kollegin, darf ich Sie mal bitte unterbrechen? Können wir vielleicht 2 Minuten vor Schluss noch mal etwas den Geräuschpegel senken und Frau Mataschek zuhören? Bitte schön. Lieber Herr Jochen Esser, ich spiele wirklich gerne, Mensch, ärgere dich nicht. Mach ich. Nö, ich ärgere mich da auch nicht, aber ich schätze den kommunikativen Aspekt dabei. Nein, ernsthaft. Die Spieleindustrie ist ein Teil des sogenannten IKT-Clusters, in dem Informations-, Kommunikationstechnik und Kreativwirtschaft zusammen gebündelt ist. Und der Ernst des Antrags, den ich daraus auch entnehme, ist, dass wir tatsächlich über diese Struktur und die Mechanismen dieses Clusters reden müssen. Da fehlt sehr viel Wissen, was da konkret passiert. Der Cluster-Manager aus diesem Cluster ist in Berlin noch nicht gesehen worden. Das ist ein gemeinsames Cluster mit Brandenburg. Die Kreativen fühlen sich zum Teil an die Wand gedrückt, und zwar die künstlerisch Kreativen, weil die Spieleindustrie in diesem Cluster inzwischen tatsächlich überproportional vertreten ist. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Reinhardt? Nö, am Ende des Tages brauche ich keine Zusatzfrage mehr. Nein, darüber müssen wir reden, über die Struktur dieses Clusters. Und in dem Sinne kann ich mich auch gut anfreunden mit der Idee, über eine Studie oder wie auch immer geartet, eine Informationsbeschaffung tatsächlich mehr Wissen zu erlangen, was passiert in diesem gesamten Cluster. Und darüber können wir dann im Ausschuss gerne reden. Vielen Dank, Frau Kollegin. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Und es wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, Forschung und Technologie empfohlen. Widerspruch sehe ich und höre ich nicht, also verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 18 war Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unter Nummer 3.2. 19 war Priorität der Fraktion Die Linke unter 3.3. 20 wurde in Verbindung mit der Aktuellen Stunde behandelt. 21 war Priorität der CDU, 22 Priorität der Piratenfraktion unter Nummer 3.4 und 23 steht auf der Konsensliste. Meine Damen und Herren Kollegen, das war unsere heutige Tagesordnung. Die nächste 80. Sitzung findet am Donnerstag, dem 28. April 2016, gewohntermaßen um 11 Uhr statt. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg.